warum heute wer gekommen ist. Es lohnt sich aber, gleich von Anfang an Auskunft darüber zu geben, weshalb sich die MG Erlangen-Nürnberg überhaupt des Themas annimmt. Es ist, wenn man mal die Organisation, diesen Haufen, die Zeitungen druckt und verteilt, als Person nimmt, ein rein persönliches Motiv. Das Motiv heißt, uns stinkt's. Was als Jubiläumsrückblick auf die legendäre Studentenbewegung für Zeug in die Welt gesetzt wird. Wir merken, dass als Rückschau auf das, was damals los gewesen ist oder los gewesen sein soll, je nachdem, eine Feier stattfindet von etwas, was tot ist. Vielleicht sogar, weil es tot ist. Umgekehrt, feiern hast natürlich immer dem gefeierten Jubilar, 20 Jahre tot und so weiter, attestieren, er hat sich ihr irgendwie verdient gemacht. Auch da eine Quelle unseres Ärgers. Verdient gemacht, um was denn? Die Studentenbewegung, was soll sie denn Großes geleistet haben? Um es gleich vorweg zu sagen, die Studentenbewegung hat Ziele gehabt und sehr disparate Ziele, ich werde dann über sie reden, die hat Ziele gehabt. Abschaffung der Germanistik, Befreiung des Sexuallebens, nieder mit den USA in Vietnam, alles Mögliche ist vorgekommen. Aber keines dieser Ziele ist je erreicht worden. Ach so, ihr müsst lachen, weil es ein Widerspruch ist, das kann schon sein. Nur, passt mal auf, was ich damit eigentlich ausdrücken will. Eine Bewegung wird gefeiert und zugleich weiß jeder, das, was sie bewegt hat, einfach nichts davon eingetreten. Einfach nichts davon erreicht. Das heißt, bei ganz logisch zu schließen, ohne große politische Kenntnisse und so weiter, die Bewegung hat aufgehört und ist abgetreten, unverrichteter Dinge. Und das hat keinen Grund darin, dass die Bundesrepublik, wie ein Teil der Rückblicke so glauben machen will, sich gebessert hätte, sodass die Bewegung überflüssig geworden wäre. Also, machen wir es mal kurz durch, wie die Rückblicke gehen. Vielleicht ist es hier im Süden der Nation nicht so aufdringlich. Ich habe mich im Norden bewegt. Norden und Hessen und so weiter. Also war wegen SPDler ist sagen und so weiter. So ein Dealer. Jeden zweiten Tag am Fernseher, am Radio. Rückblick mit der alten Prominenz aus der Studentenbewegung. Und da wird ein Rückblick gemacht. Erstens, die Studentenbewegung war so ganz brauchbar. Jetzt gibt sie es ja nicht mehr. Sie hat keines ihrer Ziele erreicht. Wird offen ausgedrückt. Das drücken auch so alte Redner wie Kunz Bendit und die Gebrüder Wolf und solche Typen. Die drücken das in Fernseh-Talkshows lässig aus. Nein, erreicht nichts. Aber immerhin, was erreicht haben wir schon. Was anders als das, was wir wollten. Erster Erreicher. Ein Erreicherland auf dem anderen. Das erste, und die Republik ist erst das geworden, wo sie ist, weil es diese Bewegung gegeben hat. Überlegt euch einmal diese staatsbürgerliche Betreuungslogik. Was das heißt, wenn jetzt jemand im zweiten Semester ist und ist damals erst zur Welt gekommen, wurscht, er kann sich dennoch ein Urteil bilden über diese Sorte Auskunft. Man attestiert einer toten Bewegung, einer, die aufgehört hat, dass sie zwar das nicht geschafft hat, worum es ihr gegangen ist, aber um die Republik, um die Läuterung der politischen Kultur und so Zeug, da hätte sie sich schwer verdient gemacht. Also wenn ich jetzt 20 Jahre wäre und würde mir das anhören und gerade im dritten Semester Russisch studieren, also wie damals halt, da würde ich mich fragen, ja was haben die eigentlich mit der Scheißbewegung? Wenn es weiter nichts war, als dass sie sich um die Republik verdient gemacht haben, also wie alle toten Staatsmänner auch, na, dann ist doch nichts extra an dem Ding dran. Wer tut denn das nicht? Macht sich nie um die Republik verdient. Wenn einer ein Amt hat, Bürgermeister oder sowas, dann macht er sich immer um was verdient. Jetzt war das aber eine oppositionelle Bewegung und die soll sich auch schon wieder um die Republik verdient gemacht haben. Also die politische Kultur soll ihr aufgeblüht sein. Jetzt fragt sich natürlich, meinen die Leute, die sowas behaupten, naja, ohne die Studentenbewegung gäbe es kein Rainer Barschel. Oder wie heißt der?
Hans Uwe oder sowas. Da gäbe es keine Barschel-Affäre. Meinen Sie, ohne die Studentenbewegung gäbe es keine AKWs? Meinen Sie, ohne die Studentenbewegung gäbe es nicht Rheinhausen und die 4 Millionen oder 3,5 Millionen Arbeitslosen? Ja, daran scheinen Sie nicht zu denken. Es ist ein Lob des heutigen Zustands der Republik, auch ein Lob ihrer Fortschritte nach außen, ihrer Weltgeltung und so weiter, schießt prächtig beieinander. Und nur weil die Republik so prächtig beieinander ist und weil man nach der Logik, das muss doch Produkt von irgendwas sein, auch noch die Studentenbewegung als Mitwirker am jetzigen Zustand, am jetzigen Status der Republik einfügt. Deswegen soll heute der frisch informierte Mensch von der Studentenbewegung, die er gar nicht kennt, auch noch was halten. Schon eigentümlich. Es wird also nicht einfach die Republik gelobt. Das passiert tagtäglich, wenn sie halt gelobt wird für irgendwas. Dass sie in der EG durchgreift, dass sie mit einem Wischnewski in Lateinamerika als Schlichter unterwegs ist oder sowas. Also Lob gibt's genug. Das Seltsame, das Eigentümliche ist, dass die Republik über eine Opposition, die es in ihr einmal gegeben hat, gelobt wird. Was bleibt da für die Bewegung übrig? Mit Hilfe des engagierten Ungestüms der damaligen Jugendabteilung der Nation. Das war halt das Jugendlager. Die Studenten halt mir damals, wir haben halt so rumgemacht. Naja, mit der soll einiges ins Werk gesetzt worden sein. Zum Beispiel, da ist der erste Machtwechsel in der Republik passiert. Da hat die SPD einmal Gelegenheit gekriegt zu regieren und Reform war überall oben drüber gestanden. Ja, während vorher war immer Adenauer oben drüber gestanden und Strauß, jetzt auf einmal Reform. Ja, und was ist das jetzt wieder? Auch hier wieder keine Auskunft im Sinn, was ist denn das Verdienst der SPD, sodass man die Studentenbewegung als in den Sattel Steigbügelhalter und so weiter, wie man da sagt, loben sollte, die Studentenbewegung, weil sie Steigbügel für den SPD war. Ja, meint man, die SPD hätte die Notstandsgesetze mit durchgepeitscht. Meint man, sie hätte, was weiß ich, die Aufrüstung betrieben. Meint man, die hätte die Nachrüstung mit den widerlichsten rüstungstechnischen Ideologien im Volk durchgesetzt. Meint man, die SPD hätte Leute eingesperrt. Manche haben es ja noch nicht einmal überlebt, was die SPD für Politik gemacht hat. Hierzulande und auswärts. Meint man das? Na, das kann man alles gar nicht meinen. Man meint einfach, man kann rundum mit einem Staat zufrieden sein, in dem auch einmal eine SPD regiert, die natürlich auch ein paar Atomkraftwerke hinstellt und die ziemlich albern legitimiert, die Notwendigkeit der Stromversorgung, also Nachttischlämpler und sowas. Ja, ist ja alles passiert. Das meint man offenbar gar nicht, sondern man meint es überhaupt so. Es war gut für die Nation schon wieder. Trotzdem, es fällt ein gutes Licht auf die Studentenbewegung. Wodurch, dass ein gutes Licht auf die Nation geworfen wird, koste es, was es wolle, argumentmäßig. Man kann zum Beispiel auch so argumentieren, alles sind quasi Zitate. Ihr werdet es wiederfinden, wenn ihr Zeitung lest oder werdet schon kennen. Oder am Fernseher die Talkshows mit den alten Größen bewundert und sonst was. Ganz seltsam. Ja, ist denn, fragt der Moderator, den Cohn-Bendit. Diesen Menschen, der immer einerseits als Franzos, dann als Deutscher, drittens als Jude, viertens als Linker, fünftens als der rote Danny auftritt und alles ist Quark. Wahrscheinlich ist er ein Bastard. Dieser Mensch wird gefragt, sagen Sie mal, ist denn es überhaupt denkbar, dass es hierzulande eine Friedensbewegung, eine ökologische Bewegung gibt, also auch die Grüne Partei, ohne die Studentenbewegung? Doch der Mensch, also als hätte die Frau kapiert. Undenkbar. Undenkbar. Auch hier wieder. Fallt nicht auf die Logik rein, Leute. Was ist denn das Gute dran, dass es eine grüne Bewegung, dass es Ökologen, dass es Friedensmenschen mit Luftballons gibt, die immer, wenn einmal die Bundesrepublik ein paar neue Raketen ausfährt, gleich den Kinderwagen aus der Garage holen und eine Demo damit machen. Was soll denn das? Was ist denn da gut dran? Man hört auch hier für dieses Gehabe kein Argument, das ein wenig Begründungscharakter hätte. Man hört auch nicht das Argument, diese Bewegungen, die da auch gleich der Republik, obwohl sie auch heute noch was von Opposition an sich tragen, nicht mehr viel, aber sie gelten ja als eigentlich nicht salonfähige Partei, obwohl sie schon politikfähig sind. Gut,
Man hört immer nicht raus. Was ist eigentlich schön dran? Angenommen, es wäre so. Die Studentenbewegung hätte vor 20 Jahren dafür gesorgt, dass es heute friedensbewegte Mütter gibt und naturbewusste Müslimmänner. Ja, was ist denn jetzt gut dran? Kein Argument, alles ist gut. Es kann in dieser Republik passieren, was es will, es ist einfach grenzenlos gut. Weil sonst könnte man nicht sagen, zu allem, was zum heutigen politischen Leben die Studentenbewegung beigetragen hat, was sie bewirkt hat, und sei es mit noch so einer großen Lüge, mit der Wirkungs- und Produktlogik, das könnte man nicht sagen, fein haben sie es gemacht, die Leute, nicht schlecht, es war ein Beitrag zu unserer Nation. Damit ist das ganze Motivationsproblem, also wenn Sie einer fragt, warum die MG jetzt auch noch zu diesem Thema, nein, wir wollen schon ein wenig alternativ zu dem Thema was sagen. Wir haben was gemerkt, es wird hier ein nationales Märchen aufgetischt. So als ob damals eine oppositionelle Bewegung, die übrigens auch manchen Prozess der eine oder der andere am Hals gehabt hat, die auch Opfer gekostet hat, und nicht im Sinn, meine ich das, für Lob den Opfern, sondern umgekehrt, Opfer, die müssen ja geschaffen werden. Der Staat hat ja gelernt, der hat ja zugeschlagen. Der hat ja manchem einmal Platzwunden besorgt, die dann genäht werden musste. Der hat ja manchen die Karriere versaut, wer eine wollte. Der hat ja alles Mögliche gemacht. Die hat ihren Verfassungsschutz verstärkt, die hat ihre polizeiliche Militanz verstärkt, wegen dieser demonstrierenden Studenten und so fort. Nein, das Motiv heißt ganz einfach, wieder diese Geschichtsfälschung und wieder ihren Inhalt. Dagegen soll heute was gesagt werden. Der Inhalt heißt nämlich, die Studentenbewegung, insofern sie hin ist, insofern sie vorbei ist, kann heute eingeschätzt werden als wertvoller Beitrag mit allerlei nützlichen Konsequenzen für den Fortgang von Geschäft und Gewalt in dieser Republik. Weiter ist die Botschaft nichts. Die heutige BRD taucht es sollen Informationen, Erinnerungen, Aufklärungsarbeit über die Studentenbewegung sein. Und als Inhalt wird einem bloß erzählt, die BRD ist rückhaltlos begrüßenswert. Ja, ist das eine Aussage über die Studentenbewegung? Noch schlimmer, dass die BRD so in Ordnung ist, so richtig tickt wie heute, das soll quasi so die Geschichte eines Läuterungsprozesses bewirkt haben. Es war einmal eine Opposition und dann haben sich die Mächtigen oder die Herrschenden, wie man auch zu sagen pflegt, haben sich danach gerichtet und haben sich gebessert. Jetzt ist da aber die Studentenbewegung tot. Jetzt gibt es doch gar nicht mehr. Wie soll denn das passiert sein? Ein schönes Märchen. Da laufen die jungen Leute, also diese Jugendabteilung mit ihren Mannschaften auf, kritisieren die BRD für, dass sie die Frau und die Sexualität grenzenlos unterdrückt. In Vietnam mindestens verbal, wenn nicht wirklich mitmischt, Notstandsgesetze verabschiedet, das alles kracht. Übrigens, alles tut dieselbe BRD heute noch. Und da wird gesagt, über diesen Protest, über diese Einwände von damals, demonstrativ halbwegs aufsehenerregend vorgebracht, darüber hätte sich ein Staat geläutert. Das ist die härteste Lüge der ganzen Geschichte. Wie gesagt, kenntlich als Lüge daran, dass er die Studentenbewegung mit dem, was da in ihrem Programm gestanden hat, überhaupt nichts vollzogen hat, nichts erreicht hat. Erstes Argument fertig. Die Studentenbewegung war kein Beitrag. Aus. Prüft jedes Argument über diese Legende. Sie war kein Beitrag. Wo sie wirklich war, will ich noch ein wenig was drüber erzählen. Die Beitragsproduktlogik ist eine Lüge und sogar eine Lüge von denen, die damals für die härtesten Gangarten votiert haben, gegenüber den paar aufmüpfigen Studenten und Schülern oder wer es alles war. Jetzt kommt der schwierige Teil. Die Studentenbewegung hat drei Programme gehabt und das erste ist das schwierigste. Die drei Programme heißen... Sie haben was an der Wissenschaft und Ausbildung, also an der Uni, auszusetzen gehabt. Zweitens, Sie haben was an imperialistischen Schandtaten, Stichwort Vietnam, auszusetzen gehabt.
Drittens, sie haben den Staat und die Gesellschaft im Innern unserer schönen Republik damals nicht für so klasse befunden, wie sich das, sagen wir mal, der Adenauer, der Kiesinger und wie sie alle heißen, erwartet haben. Also sie haben eine Kritik an Hochschule und Ausbildung gehabt, genauso wie eine Demokratie interne, eine Staatskritik unserer Nation, doch steht es nicht zum Besten. Wie? Sie sind erschrocken darüber, dass die Amis als Anwälte der Freiheit in der ganzen Welt tatsächlich Vietnamesen köpfen, das eine Sau graust. Das waren die drei Punkte. Der erste ist die Wissenschaft und die Ausbildung. Leider muss ich da was drüber erzählen. Und zwar deswegen, weil wer das nicht versteht, der kann auch heute noch ernste Fehler machen. Im damaligen SDS hat es ein paar Leute gegeben, die bei Habermas studiert haben. Und die haben, außer dass sie studiert haben, sagen wir mal Karl Mannheim als Soziologe oder Kant oder irgend sowas, also was man halt so studiert, wenn man Philosophie, Soziologie und Geschichte belegt. Außerdem haben sie sich Gedanken gemacht über die Rolle von sich selber, von der Hochschule, von der Ausbildung und so fort. Diese Studenten heißen Nitsch, Gerhard, Offer, Preuß. Inzwischen sind es alle Professoren. Und die haben eine sogenannte Hochschuldenkschrift veröffentlicht und in der haben sie drei Argumente ausgebreitet, obwohl es vier Leute waren. Das erste Argument, da wundert ihr euch, das ist sehr irr, wie die das aufgeteilt haben, ist mir heute noch ein Rätsel, aber es ist so. Das erste Argument war ein innerwissenschaftlich klingendes Argument. Wir vermissen hier im Lehr- und Forschungsbetrieb der Universität eine zur Debatte sich stellende Selbstkritik und Kritik der methodologischen Voraussetzung alles Wissenschaftlerns. Ich weiß nicht, ob euch das vertraut vorkommt, müsste es eigentlich, weil das längst Usus ist an jeder Uni. Aber die haben folgendermaßen argumentiert. Ja, wenn da einer sagt, Politik, Kultur, Demokratie, Staat, Gerechtigkeit, Geschichte, Rolle, Interaktion und dies und jenes, wäre folgendes. Dann soll er uns mal sagen, was seine methodologischen Voraussetzungen eigentlich sind. Dann können wir an diesen Voraussetzungen sagen, ob wir die billigen, wenn ja, machen wir seine Wissenschaft mit. Wenn nein, nehmen wir andere methodische Voraussetzungen, einen anderen Ansatz und dann kommen wir zu was anderem und dann haben wir einfach sowas wie die kritische Wissenschaft gegen die offizielle, schon bestehende Wissenschaft. Das ist so weit gegangen, dass zum Beispiel in Berlin durchaus ein reaktionärer Sack, also wenn ich persönlich gefragt würde, aber halt nur so ein bornierter Mensch, der treibt, sagen wir mal, Mittelenglisch. Der heißt Kaiser, von dem gibt es ja Anthologie über das Mittelenglische und so weiter, ganz berühmter. Die muss man halt mal durchmachen vor dem Examen. Na gut, dieser Kaiser war damals Privatdozent und war eigentlich der Examensausbilder in Berlin für die Anglistik-Lehramtsstudenten. Dem haben sie natürlich nicht seine Anthologie auf Druckfehler hin untersucht. Sie haben an ihr gesagt, Anglistik ist so, auch das noch nicht. Englisch, wäre ein Argument gewesen, ist die Sprache der Huren und Kräme. Nein, das haben die nicht gesagt. Die haben gesagt, wir vermissen den gesellschaftlichen Aspekt, müsst ihr euch mal denken, beim Mittelenglischen. Der Mann ediert mittelenglische Texte, plagt sich rauszufinden, ob jetzt in dem Manuskript min frohe oder min frue steht. Ist halt abonnierter Fachwissenschaftler auf einem Gebiet, das garantiert nutzlos ist. Aber halt so Luxuswissen über, wie war es denn damals im Mittelenglischen üblich zu sagen. Was hat sich in seiner Zeit auf was gereimt? War denn der Dichter vielleicht in Reimnot? Ist denn das ein sauberer Reim damals beim Chaucer gewesen? So ein Wissenschaftler war das. Der befasst sich einfach mit solchen Kram. Und jetzt kommt die Studentenbewegung und pöbelt den an und sagt, weder guter Mann,
geh mal in die Fischfabrik. Sie sagt auch nicht, nicht, dass ich die Argumente teile, die ich vortrage. Ich sage nur die Varianten, die es gegeben hätte. Guter Mann, denk mal über was anderes nach. Da gibt es noch einige Sachen, die theoretisch deswegen spannend sind, weil sie praktisch wichtig sind. Sie haben auch nicht gesagt, also, was du da aus deinem Manuskript rausliest, es kann nie und nimmer der Fall sein, weil das reimt sich ja gar nicht. Auch das nicht. Es war also weder eine immanente Wissenschaftskritik, eine Beteiligung an dem Zeug, noch war es eine Ablehnung pur des Zeugs mit interessiert mich nicht. Also das geht, also ihr müsst euch überlegen, das geht falsch schon, dass man sagt, ich gucke an die Uni und dann liest einer über die letzten 6,5 Vasen der Ming-Dynastie und dann sage ich, mag sein, dass die 6,5 Vasen gemacht haben, aber mich juckt nicht, weil es interessiert praktisch was anderes. Deswegen wende ich ja meinen theoretischen Kopf auf was anderes hin. Nein, auch das ist nicht passiert. Es ist also dann doch eine Einmischung in die Wissenschaft passiert. Und zwar mit dem Argument, wir wollen die sozialen Aspekte der damaligen mittelenglischen Gesellschaft mit ihren Reimnöten, die möchten wir aber betont haben. Machen wir das, Herr Kaiser? Sagt der natürlich, ihr habt vielleicht Nerven. Soweit käme es noch. Ich mache meine Texte, ich mache mein Mittelenglisch, ihr könnt noch nie einmal die Verbalendungen der athematischen Verben im Mittelenglischen korrekt und schon wollt ihr an soziologischen Aspekte zu haben. Mit euch rede ich nicht. Das ist die Typologie des Ablaufs damals in der Hochschule. Mehr war es erst einmal gar nicht. Verlangt war, die Wissenschaft solle sich kritisch zu sich selbst verhalten und zwar so, dass die Studenten in ihr mitreden dürfen und ihre Ansinnen, ihre alternativen Ansätze und Methoden zur Sprache bringen können. Ob das jetzt richtig oder falsch war, das hat damals keine Sau interessiert. Man merkt auch schon, mein Beispiel ist natürlich ein extremes, ein extrem dummes zumal. Wo das Zeug eigentlich geblüht hat, das war in den soziologischen, politologischen und so weiter Seminaren. Überall alles gesellschaftlich sehen. Vielleicht ist es auch heute noch nicht unnütz, darauf hinzuweisen, dass alles gesellschaftlich sehen ein großer Quark ist. Man soll überhaupt nicht immer irgendwie sehen wollen, sondern man soll es betrachten, dann sieht man schon, was damit auf sich hat. Es war eine Methodenvorschrift, die hat geheißen, wir soziologisieren alles. Wir treten zum Beispiel pädagogisches Seminar, müsst ihr euch denken, Lehrerausbildung. Pädagogikum, Vorlesungen über den Homo Educans, den Homo Educandus. Und der Educans, der kann natürlich, der braucht scharfe Vermittlung zwischen den beiden, weil sonst schiebt sich ja nichts erziehungsmäßig und so. Und dann gibt es ja Vorlesungen und da wird gelabert und dann wird zitiert. Zum Beispiel wird dann gesagt, der Jan Hus, ein alter Tscheche, der hätte auch eine Idee gehabt. Dann hätte aber auch ein Czesinka, das ist kein Österreicher, sondern ein deutscher Pädagoge mit Weltruf, der hat zum Beispiel bei einem Educans darauf hingewiesen, dass der noch nicht ganz fertig ist. Also der Educandus. Aber der Educans auch noch nicht und da müssen Sie aufpassen drauf. Ja, da lernt man halt Pädagogik und pädagogische Ideen, Leitvorstellungen. Kommt der kritische Student von damals und sagt, wo ist da der gesellschaftliche Bezug? Ihr macht Theorien, ihr macht in einen Elfenbeinturm rum. Der gesellschaftliche Bezug ist doch der, dass wenn einer in der Schule erzogen wird, dann kriegt er hinterher und so weiter Chancen. Manche nicht, manche. Wir müssen auf die Chancengleichheit achten. Wurscht, was die Vorlesung ist. Das war also keine Vorlesungskritik in dem Sinn, dass man sagt, guter Mann, mit deiner Vorlesung, ich habe die ich gerade erzähle, hier in Erlangen bei einem Mann namens Loch gehört. Gibt es denn noch? Der ist höher aufgestiegen als Erlangen oder so. Naja. Der hat uns begeistert, mit einem Assistenten namens Söntgerath für den Homo Educandus, da hat es gescheppert. Da haben wir uns halt gedacht, na, ob das so stimmt oder nicht. Das war aber nicht die Kritik der Studentenbewegung. Die Kritik der Studentenbewegung hat nicht gelautet, es sind lauter Fehlschlüsse in deiner Lehre. Deine Lehre hat sogar etwas von Interesse an sich. Sie ist eine Verhimmelung der wirklichen Erziehung in der Welt. Sie ist eine Verhimmelung
eine trostlose Verklärung des Ausleseprozesses, wie er von der Volksschule, vom Kindergarten an bis in die Oberschule an den Jugendlichen exekutiert wird. Das ist auch eine Verhimmelung der Aufteilung, die in der Gesellschaft stattfindet, in die Hierarchie der Berufe. Nämlich es wird als Notwendigkeit verkündet, dass zum Beispiel der Pädagoge nichts weiter macht, als das, was in den Kindern schlummert, entdeckt, sodass er sie dann vollkommen gerecht beurteilt und sortiert. Lauter so Zeug, wer zu sagen gewesen, hat die Studentenbewegung aber nicht gemacht. Der hat was anderes gesagt, wo ist denn da der soziale Aspekt? Also zum Beispiel, wir betrachten Erziehung nicht bloß mit dem Homo educans educandus unter dem Gesichtspunkt, wie machen es denn die beiden miteinander, die beiden Instanzen der Pädagogik, sondern wir betrachten die, kommt denn da Chancengleichheit rein, kommt denn da Partizipation vor, kommen da demokratische Mitsprache als Erziehungsziel ins Gespräch und so Zeug. Es war ein Messen der Wissenschaft an lauter demokratischen Idealen. Es war keine Widerlegung dessen, was die Leute da zum Besten gegeben haben, die Professoren. Sondern es war quasi so, als ob die in der Sozialkunde bis zum Abitur wohlerzogenen Leute zum Glauben an die Demokratie erzogen waren und dann haben sie gefragt, überall, ist hier Demokratie? Grüß Gott, rein in Hörsaal, ist hier Demokratie? Und siehe da, sie war nicht dort. Überall, das Gesellschaftliche, das Demokratische, es war einfach nicht da. Stell euch vor, jetzt angewandt auf unsere Veranstaltung, ich habe es vorhin gesagt, wenn Ambos eine Passstelle gleich streiten, wenn nichts passiert, haben wir immer den Usus gemacht, dann wird sich halt schlimmer, nicht tausendmal besser als das ewige Gelaber. Aber wenn es sein muss, wird auch gelabert. Jetzt kommt einer rein mit den Argumenten von damals. Dann sagt er, Mensch, was ist denn das, was Struktur hier in der Zahl? Es ist keine Struktur, ne? Nicht Struktur gibt es gar nicht. Es ist bloß ein Fremdwort für einen Aufbau oder einen Bau. Was ist denn hier für eine Struktur? Vorne redet einer, obwohl 100 unten sitzen. Ja, wieder den wirklichen Song, dass alle 100 quatschen. Ja, das wäre vielleicht eine Veranstaltung. Der hat auch keine Lust davon. Genauso, das war aber der Typ der damaligen Kritik. Zum Beispiel zu sagen, der Professor, der sagt erstens nichts über die gesellschaftliche Relevanz von dem, was er sagt, sondern er sagt ja bloß, was er sagt. Zweitens, der kümmert sich ja überhaupt nichts drum, ob mir vielleicht das Zeug, das er so in Bezug auf die Demokratie ein wenig fragwürdig ist. Ich muss das jetzt schon vorstellen. Da liegt einer, sagen wir mal, öffentliches Recht oder Strafrecht, macht eine Aufgabe bei den Juristen. Die Aufgabe lautet, der und der vergewaltigt die und die und die. Wie viel kriegt er? Ja, dann muss man halt die Paragrafen kommen und sagen, wie haben die Anklagepunkte, irgendwie wird sich vielleicht das Vergewaltigung hier durch A durch, können wir noch mal anderes. Da ist ja immer Freiheitsberaubung, Körperverletzung und noch irgendwie eine andere Amtsanmaßung dabei. Naja, kann ja sein, da muss der Jurist eben dieses lernen. Kommt die Studentin daher und sagt, wo ist so der gesellschaftliche Aspekt? Zum Beispiel wäre der darin zu finden, dass man sagt, ja, das wird schon seinen Grund haben, wenn er die vergewaltigt hat. Der ist nämlich schlecht sozialisiert worden. Ja, da kann Elternhaus hat, immer autoritär, seine Mutter hat ihn angekündigt und dann ist er verwundert, dass er sich jetzt, also hat er nicht verknappt, sondern neu sozialisiert. Das ist zwar wegen dem Wesen des Rechts drin und der Ausübung der Staatsgewalt, die Studentenbewegung nicht desto weniger, hat solche Argumente augenweise angeführt. In französischen Vorlesungen, in germanistischen und so weiter, ja, wo ist der soziologische Aspekt, der soziale Aspekt? Ja, kann man denn eigentlich Heinrich Heine oder Thomas Mann und so weiter lesen? Kann schauen, ob die Literatur was braucht, ob das in der Hölle. Kann auch, ob die Gedanken sind, alles in der Hölle, kann sie nicht sehen, dass man das mal so, naja, wieder so Gedanken, der wird nicht gemerkt. Nein, die Germanistik selber, das Wissen, Daten interpretieren und lauter Spielübungsakte reinzulesen, auch die nicht drin sind, manche Dinge auch drin sind. Den muss man auch im Verhältnis in der Dichtkunst werden. Im Verhältnis in der damaligen Lage der dienenden Weiberschaft betrachten. Das Käthchen von Heilbronn ist doch nur Ausdruck davon, dass die Dienstmägde und so weiter, stimmt alles nicht, was ich jetzt so. Das ist bloß das Muster.
Es muss aber also überall das ganze Zeug sozial betrachten zu wollen. Und jetzt sage ich mal die erste Auflösung. Das hat nichts mit Wissenschaftskritik und mit Teilnahme an der Wissenschaft im positiven wie im negativen Sinn zu tun gehabt. Denn es war die Aktion eines aufgewühlten Staatsbürgers, der gemeint hat, seinen Idealen müsste die Lehre an den Hochschulen und die Ausbildung dazu genügen. Ich sage mal gleich Konsequenz der Studentenbewegung. Ob das ihr Werk war oder nicht, geht mich nichts an. Wenn es ihr Werk war, schlimm für sie. Es gibt zum Beispiel in München und in anderen Hochschulen folgende Bewegung, inzwischen statt der Studentenbewegung. Die heißt so: Wir brauchen unbedingt eine Frau auf dem Lehrstuhl 5 für Philosophie. Na ja, noch nicht, irgendwann habe ich mit dir zwei. Dann kommt sie an und hält Vorlesungen über den alten Plato. Und was liest sie eigentlich vor? Und der hätte sich aber Gedanken gemacht. Das liest sie vor, wie jeder andere Philosophieprofessor auch. Aber es ist ein Frauenlehrstuhl. Gelegentlich lässt sie einlesen, dass beim Plato, wenn er sich über die Seele äußert, die Frau nicht vorkommt. Es ist übrigens rein wissenschaftlich betrachtet kein Wunder, weil der hat ja was über die Seele gesagt. Warum soll er dann über die Weiber reden? Genau über die solche Kritik, dieses richtig daneben herreden, das war der Typus Kritik der Studentenbewegung. Es ist so. Ja. Nein. Der. Also das Beispiel, wenn es denn ein Werk der Studentenbewegung sein sollte, das Moderne. In München gibt es eine Bewegung, die dauert ungefähr ein Viertelsemester. Studentinnen fordern eine Frau auf den Lehrstuhl für Philosophie. Na, und wenn sie 5 drauf haben, die Frau sagt, nein, die Frau hält genau dieselben Philosophievorlesungen, wie man sie aus dem Standard. Nein, es ist viel schlimmer. Worauf ich aufmerksam machen wollte, das ist ein Typus, an der Sache vorbei zu argumentieren. Wenn ich zum Beispiel was gegen die Wissenschaft habe und weiß warum, wenn ich sie für einen schädlichen Betrieb halte oder für einen unsinnigen bloß, wenn ich was gegen das Autofahren habe, wenn ich was gegen die Regierung oder das Kabinett habe, dann muss ich, und das war der heimliche Gedanke, muss ich immer das Zeug an dem messen, was es ist. Da darf ich nie einen fremden Gesichtspunkt reinbringen. Es gibt zum Beispiel, das kennt ihr heute von der Feministenbewegung, Leute, die behaupten, es wäre irgendwas besser, wenn Frauen mehr Karrierechancen im Sinn, mehr ins Kabinett, mehr in die Parteispitze und so weiter. Ach, das Geld, das kriegen sie dadurch eh nicht. Also wenn irgendeine Frau Ministerin wird, da hast du überhaupt noch nichts davon. Das ist der heimliche Gedanke, der ist ja auch nie so sehr heimlich. Es gibt aber das Argument, das ist öffentlich vertretbar, das ist bei uns Usus. Zum Beispiel zu sagen, es wäre besser, wenn mehr Frauen in der Partei wären. Die SPD macht sogar Beschlüsse, die Grünen machen Beschlüsse, wo es heißt, es gibt eine Parität, 50-50. Ja, ob da aber irgendwelche Raketen, Steuerbeschlüsse und so weiter besser wären, dadurch, dass es Frauen in Amt und Würden tun, was sie da tun, Gewalt ausüben, Staatsmacht verziehen. Ja, das ist erst die Frage. Genau solche Fragen und solche Überlegungen hat sich die Studentenbewegung überhaupt nicht gemacht. Die hat Wissenschaft nach dem rohsten Muster kritisiert. Sie hat ihr Interesse, es möge alles funktional für die Demokratie sein, einfach hingeschmettert und zum Argument gemacht. Darum ist es gegangen. Und das ist ein trostloser Standpunkt, der seine Umkehrung darin hat, dass man sagt, man will die Wissenschaft und die Ausbildung, also die Hochschule, daraufhin überprüfen, was sie bewirkt. Es sind zum Beispiel die Frage nach der Berufspraxis aufgetaucht. Also, es kommt Folgendes vor. Der Mensch muss Examen machen in Germanistik oder Mathematik und so weiter und fragt sich, wozu muss ich das können beim Examen, wenn ich es doch im Beruf gar nicht brauche? Naja, wozu muss ich es brauchen? Wozu muss ich es beherrschen? Was hilft mir Altfranzösisch? Wenn ich dem Drittklässler beibringen muss, wenn es weiblich ist im Französischen, muss da noch ein E hin tun. Braucht man nicht. Soweit stimmt. Aber jetzt haben die Studentenbewegten nicht nachgefragt,
wozu ist es denn dann gut, wenn man hier dieser Prozedur unterworfen wird? Wenn Sie haben gesagt, na, das ist doch der ganze Witz. Ausbildung praxisgerecht. Ganze Hochschulen, Reformhochschulen, sind mit dem Anspruch gegründet und zugerichtet worden. Und was an denen jetzt passiert, ist haargenau dasselbe wie an allen Hochschulen, bloß mit einem bisschen abgewandelter Ideologie. Die haben zum Beispiel nicht rausfinden wollen, dass ein Examen doch keine Vorbereitung auf die praktische Berufstätigkeit ist, sondern ein Ausleseverfahren. Da wird ein wissenschaftlicher Kanon nach dem Grad seines Beherrschthabens abgefragt, damit man auswählt, die sollen ins Tröpfchen, die anderen ins Kröpfchen. Warum werden Klausuren geschrieben? Doch nicht, weil wenn man die Klausur nicht besteht, dann ist man des seines Handwerks nicht mächtig. Das war übrigens nie der Anspruch der Hochschule. Nein, das Ritual der Ausbildung, schon in der Schule. Immerzu die kindische Frage, der Singlehrer kommt und sagt, mir Singer, du deutscher Wald. Ja, was nützt das fürs Leben? Ja, wenig. Dann soll man es aber auch gar nicht dran messen, ob das der Witz der Schule ist. Vielleicht ist es eine ganz andere Veranstaltung. Zum Beispiel kann man immerzu sagen, obwohl er in der 5. Klasse die meisten Rechtschreibfehler gemacht hat, ist er jetzt Bürgermeister. Das ist eine gute Argumentation. Die geht aber haarscharf an der Sache vorbei. Es hat nichts miteinander zu tun. In der Schule werden Chancen verteilt. Und es wird noch am Kanon des abzufragenden Wissens gemacht und dessen praktische Bedeutung hat dann keine. Die gibt es nicht. Wer aber jetzt immerzu noch danach fragt, der macht zum Beispiel eine Hochschulkritik. Der fragt immer, was hat denn das für eine gesellschaftliche Relevanz? Will ich darüber was sagen, wozu wir damals gelangt sind mit der gesellschaftlichen Relevanz? Wir haben tatsächlich gedacht, man könnte die Hochschule reformieren, bessern, sodass wir gute Lehrer werden, gute Sozialwissenschaftler, menschenfreundliche Soziologen, vielleicht sogar menschenfreundliche Politiker und alles Mögliche. Das war das Ideal. Und es hat aber mit dem Charakter der Ausbildung und mit dem Charakter der Politik und des Lehrerberufs und so weiter beides nichts zu tun gehabt. Und das war wegen des Absurde damals. Es war ein Aufbegehren, das an der Sache vorbeigegangen ist. Was war es dennoch? Naja, erstmal ein Aufbegehren. Es ist zum Beispiel in Frage gestellt worden, ob das ganze Zeug denn so ehrwürdig sei, wie es sich gibt. Ist denn das eigentlich was, wenn ein Literaturprofessor eine Stunde über Goethe labert, sagt, der junge Goethe hat den Mangel, dass er noch nicht der reife Goethe ist? Ja, passiert tagtäglich an deutschen Universitäten in germanistischem Betrieb. Der junge Goethe der definiert sich quasi, jung sagt es, der definiert sich, dass er noch nicht der Reife ist. Na, dann schreiben die Studenten auf und was schreiben sie in ihren Examensklausuren? Eben dies. Jetzt fragt man aber, wozu ist das gut? Ist das gesellschaftlich nützlich? Hilft das den Armen im Unterschied zu den Reichen im Unterschied zu den Armen? Lauter so Fragen, die haben wir damals ausgemacht. Wir haben uns immer so gefragt, was ist denn das hier eigentlich für ein Betrieb? Wofür ist denn der gut? Wir haben sogar manchmal entdeckt, dass dieser Betrieb schon mal für was gut ist, nämlich für die Verkehrten gut ist. Also für die Reichen und Mächtigen. Auch das ist passiert. Haupttendenz war aber, der Betrieb sollte so sein, dass er für die anderen gut ist. Das hat sich niedergeschlagen in einer Bewegung, Rote Zellenbewegung, in Berlin, in München, in Erlangen, überall hat es die gegeben. Die hat gesagt, für eine fortschrittliche, und jetzt ist es gekommen, Pädagogik, Germanistik, Soziologie und so weiter. Alternative Wissenschaft im Sinn von volksnützlich, das war überhaupt der Grundglaube. Es war, als ob die Studentenschaft zur Hälfte oder zu einem Drittel, also zu großen Teilen halt, der Glaube daran erfasst hätte, so wie die Uni aussieht und was an ihr betrieben und gelehrt wird, davon hängt ab, was sie in der Gesellschaft und der Arbeitswelt und sonst wo tut. Also damit will ich darauf hinweisen, ein bisschen umgekehrt ist die Welt. Ob heute eine Vorlesung stattfindet oder ausfällt, ob einer sagt, der Plato war der Größte und der Schiller der Zweitgrößte, oder einer sagt umgekehrt, der Schiller ist bloß am dritten Platz. Er kann sagen, was er will und die Studenten können es glauben oder auch nicht. Die wirkliche Welt, wo es um Geld geht, wo es um Geschäft geht, um Arbeit, um Autobahnen, um Flieger und was weiß ich, was es alles gibt, die richtet sich nach dieser Vorlesung garantiert nicht.
Die Studenten, die waren damals dem Irrglauben aufgesessen, als wäre an der Uni irgendwie ein Hebel aufzuspüren für die Veränderung des Rests der Welt, mit dem man unzufrieden ist. Jetzt mache ich hier mal Schluss. Fass aber noch mal zusammen, was das Argument sein soll. Erstens zwei Nichts. Das erste Nicht. Es war keine Einmischung in die Wissenschaft im Sinn von, man weist ihr Fehler nach, Unkorrektheiten. Man weist ihr nach, dass sie keine gesunde Wissenschaft ist im Sinn von, da ist alles logisch stimmig, da kommen Erkenntnisse raus. Sodass zweitens auch nicht rausgekommen ist aus unserer Kritik damals, es sind also Ideologien, Verherrlichungen, Rechtfertigungen der Welt. Wie kompliziert auch immer, beides nicht. Jetzt kommt das Plus, also das Positive. Was war es denn dann? Ein Messen dessen, was die Wissenschaft zu leisten hätte an einer Besserung des Zustands. Sei es der leidenden Arbeiterschaft, sei es der leidenden fraulichen Geschlechtssachen, sei es der Leid, also alles, was man an Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten feststellen hat können, wurde auf die Hochschule, und jetzt muss mich das Wort unterstreichen, bezogen. Man hat so getan, als wenn es an der Hochschule hier eine bessere, andere, praxisnähere, mit anderen Legitimationen, mit anderen Zielsetzungen, Ansätzen und so weiter versehene Wissenschaft gäbe, dann würde sich durch uns, die wir diese andere Wissenschaft genießen, sie uns aneignen, sie weiter in die Welt tragen, würde sich dadurch einiges bessern. Das war der ganze Witz von Wissenschaftskritik. Wer Beweise will, wer meinetwegen die Hochschuldenkschrift dabei hat, glaube ich nicht, dass sie einer dabei hat, aber wer irgendwas im Kopf hat von damals, soll sagen, ob es stimmt. Es war ein so an der Sache vorbeigerede und doch, es war ein Aufruhr. Der Aufruhr hat seine zweite Bedeutung, war schon angedeutet in, wir wollen immer, wenn wir an der Uni was lernen, auch wissen, was für eine praktische Bedeutung das hat. Also die praktischen Folgen des Gelernten, das ist ein Zitat aus der Hochschuldenkschrift. Die wollen wir immer mitreflektieren. Das ist auch ein sehr seltsames Ansinnen, fällt auf so ein Argument nicht rein. Wenn ich etwas lerne, dann geht aus dem, was ich lerne, allemal hervor, wenn es halbwegs in Ordnung ist, was ich damit anfangen lässt und was nicht. Das geht aber aus dem hervor und nicht aus einer zusätzlichen Überlegung, und was können wir jetzt damit anfangen. Also es gibt keinen, der die Klassenunterschiede oder die Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, die er meint aufzufinden, der die abschaffen will, der das aus einer alternativen englischen Grammatik rauskriegt. Klar, solche Argumente sind aus der Studentenbewegung entstanden. Kommt ein ganz ein großer Schlaumeier und sagt, she im Englischen, she, das heißt she, so lernt man es zunächst mal. Das wird gebraucht, genauso wenig wie he, nicht für Sachen. Aber manchmal gibt es she, bei Schiffen, bei der Königin und so weiter. Dann haben Leute sprachsoziologisch rumgedacht, lauter Irrwitz, und haben nachgewiesen, dass das eine Ungerechtigkeit ist, dass das in der englischen Grammatik so bestellt ist. Es hat Leute gegeben, die haben nachgewiesen, dass die Mathematik frauenfeindlich sei. Könnt ihr euch vorstellen, wie das geht an der Mathematik, wo halt einerseits rumgerechnet wird, andererseits die Prinzipien allen Rechnen fortkonstruiert werden. Eine Wissenschaft ganz eigentümlicher Art, wo es mit einer Definition der Quantität, der Größe, der Zahl und so weiter losgeht und dann gefragt wird, was folgt aus dieser Definition alles. Und dann ist man nicht bloß beim Integrieren und Differenzieren, sondern da ist man irgendwann dann bei Gruppen, bei homogenen Ringen und bei so Zeug, und das ist alles, macht alles seinen Gang und ist in sich entweder stimmig oder nicht, hat dann auch seine Anwendungen, wenn stimmt und weil stimmt. Es gibt ja Entdeckungen in der Mathematik, die waren als mathematisch fertig und noch niemand hat gewusst, dass sie kurze Zeit darauf oder irgendwann später tatsächlich ein physikalisches Gesetz erläutern. Ist halt so eine Wissenschaft, die geht in Ordnung, wenn sie in Ordnung geht. Da ist gesagt, die ist frauenfeindlich. Was soll denn an der frauenfeindlich sein oder männerfreundlich? Nix. Genau solche Argumente sind damals aufgekommen. Also praktische Folgen und methodische Voraussetzungen und immer ein guter Wille. Jede Wissenschaft muss bei ihren Argumenten zeigen, dass sie einen politisch guten Zweck, eine Gleichheitschance, irgend sowas, ein Gerechtigkeitsideal mit im
Koffer trägt, wenn nicht, dann ist sie reaktionär und so fort. Wirklich nichts Gutes. Jetzt kommt die dritte Abteilung der Wissenschaftskritik. Mit dem Zeug sind die Studenten angekommen. Manche haben die Hochschuldenkschrift gelesen. Manche haben sie nur so über Schlagworte gehört. Hat auch nichts gemacht, also das kann man schnell lernen. Die Dritten haben sich überhaupt gedacht, das wäre nichts. Mit dem Wissenschaftsbetrieb, weil sie sehen ja keinen Sinn drin, keinen positiven Effekt, haben sie einfach glatt gemacht, die ganze Kritik auf einen Satz zusammengekürzt. Und sind mit dieser Kritik an der Uni angetanzt. Und die haben vielleicht was erlebt, also ich selber war dabei. Das Erste, was dann da passiert ist, dass der Professor den Hausmeister holt. Der sagt nicht, gute Leute, wenn Sie so kommen, es ist eine vollkommen verkehrte Wissenschaftskritik. Ich weiß nicht, an Fehlern auszumachen an meiner Lehre mit Ihrem Vorwurf, der da heißt, ich solle in meiner Anglistik- oder Soziologie-Vorlesung irgendwie darauf hinsteuern oder gar schon bewirken, vorbereitend bewirken, dass es demnächst den armen Leuten nicht mehr so dreckig geht. Das steht nicht in meiner Macht. Ihr müsst anders die Wissenschaft beurteilen. Ihr müsst sie so beurteilen. Stimmt denn das, was ich erkläre über die Sozialstruktur? Und so fort. Solche Entdeckungen wurden dann von Monat zu Monat häufiger. Ja, wir haben entdeckt, dass die alten Professoren, die alte Garde an den Universitäten, einfach Nazis waren. Sie haben damals ihrem Staat gedient und jetzt den neuen auch. Jetzt haben wir aber nicht gesagt, naja, so ist es nun mal, und haben unsere Schlüsse über die Demokratie draus gezogen, sondern wir haben umgekehrt geschlossen. Wir haben gesagt, dann ist diese Hochschule eigentlich noch keine demokratische. Immerzu das Ideal einer demokratischen Hochschule und da braucht es eine Reform dafür. Das haben wir vor uns hergetragen. Und das war dumm. Andersrum ging es nämlich einfacher. Jetzt komme ich noch zu einer Absurdität auf dem Feld und mache dann die spannenderen Sachen. Die Absurdität heißt, einen Anklang haben wir damals gefunden. Trotz oder wegen, halt mit allen Fehlern, mit allen Dummheiten als Studentenbewegung. Ich bin immer noch im Bereich Hochschulkritik. Und der Anklang, der ist so absurd gegangen, die ganze Nation hat wegen unserer Demonstrationen von einer Bildungskatastrophe geschwätzt. Der Pilch, ein Professor seines Zeichens, hat ein ganzes Buch drüber gebracht, alle namhaften Professoren haben sich drüber geäußert. Auf einmal war ein Argument, das von der Studentenbewegung her so gar nicht aufgebracht worden ist. Unser Argument war, was wird aus der Demokratie, also aus der Güte und Menschenfreundlichkeit dieser Nation, wenn die Hochschule so undemokratisch ist? Das andere Argument, mit dem wir uns dann plötzlich verbrüdert gesehen haben, war, was wird aus der Nation, wenn die Hochschulen nicht besser, effektiver sind? Das Stichwort heißt Bildungskatastrophe. Also, dass keiner meint, wegen der Studentenbewegung, wegen der paar Proteste mit ihren falschen Argumenten, wäre die Uni Bochum, die Uni Bremen, Passau, Bamberg, Bayreuth und so weiter, die ganzen Uni-Neugründungen passiert. Nein, die sind aus einer komplementären, einer dazu passenden Staatsideologie heraus entstanden. Man hat nämlich gemeint, Menschenskind, so eine Nation, die wirtschaftlich so eingestiegen ist, die sich auf dem Weltmarkt behaupten will, die diesen Know-how braucht und so fort, die braucht mehr und bessere Eliten. Also braucht man mehr Hochschulen, die alten sind überfüllt, Leute werden gebraucht. Inzwischen übrigens, ich hoffe, das ist bekannt, das Ergebnis, was rausgekommen ist. Es gibt halt sehr viele Studenten und den Studenten wird in aller Ruhe dargetan, dass sie nicht gebraucht werden, wenn sie fertig sind. Das heißt dann Akademiker, Arbeitslosigkeit und sowas. Damals eine Ideologie zur Praxis gemacht. Mehr Hochschulen, mehr Studieren. Mehr Leute Abitur, möglichst viele Arbeiterkinder noch dazu, als ob die gerade gut aufgehoben wären. Und so fort. Alles. Wir bauen die Ausbildung der nationalen Elite aus. Also haben sich dann plötzlich beim Demonstrieren so Leute getroffen, ja, so wie ich hier in Erlangen habe ich studiert damals, und der Professor, sagen wir mal, der Professor Wolf von den Anglisten, der wirklich nicht der fortschrittlichste Genosse ist. Da hat es Demonstrationszüge gegeben, wo eine Gemeinsamkeit,
Die Hochschule muss reformiert werden. Mit verschiedenen Argumenten auf einem Haufen versammelt war. Ja, die alten Strukturen der Hochschulen und ihr Ausbau und so weiter, das war gemeinsam. Dass wir was anderes gemein haben, nämlich zum Beispiel ein bisschen soziale Gerechtigkeit, solle von den Hochschulen und von den Eliten ihren Ausgang nehmen. Das war dem wurscht, der war halt für eine Hochschulreform, für mehr Stellen, für mehr Assistenten, für Wunder was. Für mehr Bücher wahrscheinlich auch noch. Das nur zur Erinnerung. Eine Nation redet über die Bildungskatastrophe und gibt der Studentenbewegung mit einem Argument, das sie gar nicht gesagt hat, recht. Die soziale Aufregung über die Hochschule, wie sie von uns aus kam, wurde beantwortet mit, in einem habt ihr recht, die Hochschule ist aus nationalen und wirtschaftlichen Gründen erneuerungsbedürftig. Einmal Gerechtigkeit, der anderen Seite Effizienz der Ausbildung, der Elitebildung der Nation. Gut, das noch zur Erinnerung. Es war ein handfestes Bündnis zwischen Konkurrenten, das sich auch auf das studentische Lager selber erstreckt hat. Also da war nicht jeder gleich links, der in einer Demo gegen das Hochschulrahmengesetz mitmarschiert ist, sondern der konnte zum Beispiel das Argument drauf haben, wenn Sie so weitermachen mit Ihrer scheiß Hochschule Erlangen-Nürnberg, dann ist das Studium hier nichts mehr wert oder dann ist das Studium, dann dauert es zu lang oder dann dauert es zu kurz oder es ist eine Beschränkung meiner werten Person, lauter so Argumente. Die waren gleich geltend, gleichgültig, neben handfesten politischen Ansinnen gestanden damals. Warum sage ich das alles? Bin ich fertig mit dem blöden Ausbildungszeug? Weil es wichtig ist zu wissen, was die Studentenbewegung an Einsichten und Fehlern in sich versammelt hat, um sich überhaupt erklären zu können, was für disparates Zeug ihre Akteure hinterher aus ihr gemacht haben. Ich deute es nur mal an. Es gibt Leute, die treten heute am Fernseher auf, sagen, sie waren damals dabei und sind jetzt Minister, Staatssekretäre, Professoren, sehr viele. Es gibt Leute, die treten auf, oder nur ein bisschen in mehr so eingerahmt treten die auf, und die sind Terroristen. Dazwischen gibt es eine ganze Palette. Das ist alles aus der Studentenbewegung rausgekommen. Das ist was ganz anderes, was ich jetzt sage übrigens, das ist ihr Produkt. Mein Argument im Unterschied zur Produktkonsequenzenlogik heißt, in der Studentenbewegung waren wunderbare, richtige und falsche Argumente versammelt, sodass jeder, je nachdem, was er dann für sich als die wichtige Einsicht mitgenommen hat, jede blöde Konsequenz draus ziehen konnte, die heute als Palette, so als das Ergebnis, das Produkt der Studentenbewegung zählt. Also man kann natürlich aus der Studentenbewegung, ich komme gleich draus heraus, Feminist werden. Ja, kann man. Man kann aber auch Terrorist werden. Man kann aber auch in die Politik gehen und die SPD vertreten als Wirtschaftsfachmann. Man kann auch Redakteur des Vorwärts der SPD-Parteizeitung werden. Geht alles. Geht, meine ich, im Sinn, solche Argumente für all das, die waren damals in der Studentenbewegung nebeneinander und konkurrierend am Werk. Ihr merkt, das ist alles kein Kompliment an dieser Bewegung. Vielleicht sollte man aber gerade deswegen nochmal was hinzufügen. In dieser Bewegung, und da zählen wir uns schon dazu, hat es natürlich auch massenhaft Leute gegeben, also auch einen schönen Teil, die haben bemerkt, dass das so nicht hinhaut. Die haben bemerkt, dass es nicht Hand und Fuß hat. Die haben sich zum Beispiel schon einen Spaß draus gemacht, mal einen Professor zu sprengen und zu sehen, wie sich der Lackel aufführt, wenn er sonst immer so angibt. Bloß haben wir uns hinterher natürlich auch gefragt, und was war das jetzt? Haben wir irgendwas an Forschung und Lehre dadurch verändert oder haben wir den guten Mann nur eingeschüchtert, dass er sich jetzt einen Schäferhund kauft? Solche Fragen musste man sich irgendwann stellen. Wir mussten uns auch die Fragen stellen, zum Beispiel, man schreit immer, was ist sozial? Die Uni war nicht sozial, die war nicht für die Arbeiterkinder da. Die war auch in ihren Lehren nicht darauf gemünzt, dass die ganze Welt in eine Gerechtigkeitsinsel zu verwandeln. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass die Soziologen irgendwie über was anderes reden. So ungefähr jeder seine Rolle, dann klappt die Interaktion und dann haben wir auch Strukturen, das gibt dann auch System.
Ja klar, das sagen Soziologen auch heute noch. Wir haben gemerkt, die sind nicht weiter sozial interessiert in dem moralischen Engagement, wie wir es hatten. Aber was heißt das, wenn man jetzt hingeht und haut den Soziologen vom Katheter runter, vielleicht noch ein wenig schubsen, freut sich mächtig, wie der sich blamiert hat, dabei hat er sich weder blamiert, sondern man hat ihn halt runtergeschubst. Was soll das? Die Frage muss da auftauchen. Die Frage, was ist eigentlich das Falsche, das Kritikable an dieser kapitalistischen Demokratie hier? War der erste Witz positiv an der Studentenbewegung. Leute, die sowas erstmal anzetteln, wie falsch auch immer, kommen eines Tages zur Frage, wie gehen die korrekte Kritik dessen, was ich als meinen Feind erachte. Denn das ist ja nicht schwer zu merken, alles ist feindselig. Also bei uns, da hat es Mütter gegeben, die haben gesagt, zehnmal an, im Metzgersladen, wie hoch die Wurst liegt, ist das kinderfreundlich oder kinderfeindlich? Naja, haben wir gesagt, schon kinderfeindlich, weil das kommt ja das Kind nicht an die Wurst, wenn es noch so klein ist. Bloß, das war eine theoretische Äußerung, die war damals respektabel. Und wir haben uns über kurz oder lang fragen müssen, ja Mensch, ins Kind, haut denn das alles hin, die Welt so zu beurteilen? Vielleicht ist am Kapitalismus nicht das Kritikable, dass man überall feststellt, dass er nicht bedienungsfreundlich ist, dass er kein freundlicher Selbstbedienungsladen ist. Vielleicht sind alle negativen Urteile, die wir über den Kapitalismus so per Erfahrung zusammenstöpseln und in die Bücher schreiben oder in die Flugblätter. Hat es ein Flugblatt gegeben, ich glaube auch von mir hier unterschrieben, 67 in Erlangen. Liebe Kommilitonen, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass die Vorlesungen für eure Bedürfnisse zurechtgemacht sind? Solche rhetorischen Fragen. Ja, wer sowas schreibt, der fragt sich ja eines Tages, ob das überhaupt nicht ein Quatsch ist, sowas zu fragen. Warum sollten denn ausgerechnet Vorlesungen das Bedürfnis dessen erfüllen, der zufällig an der Uni studiert? Der weiß, dass er dort Pflichten hat und Rechte. Pflichten heißt, er muss sich irgendwelche Klausuren unterziehen, Prüfungen machen, er muss Stoff lernen und so weiter. Es ist doch klar, dass das keine Bedienung ist. Es ist doch klar, dass es eine alberne Kritik ist, zu sagen, es kommen die Susi, der Hansi, der Schaschi und die gehen in ein Seminar und jetzt sagen sie ihre Bedürfnisse und so sieht dann das Seminar aus. Ja, da brauchen sie kein Seminar, die Bedürfnisse, das können sie unter sich auch ausmachen. Das ist keine Lehre mehr, das ist keine Wissenschaft mehr. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen, ich sage mal, worauf ich heute Lust hätte. Lauter so Sachen sind uns aufgefallen. Dann haben wir gesagt, pass auf, entweder oder. Entweder man weiß, was am Kapitalismus faul ist, sodass er einem Laufen etwas nicht passt. Entweder man weiß, wie der Feind aussieht, nach welchen Gesetzen er funktioniert, nach welcher Logik er tickt. Der Feind, die Politiker, die Kapitalisten, die bösen Hochschullehrer und so weiter. Entweder weiß man das. Oder man kämpft gegen eine Windmühle. Dann kämpft man immer gegen eine Einbildung mit dem Argument, sie werden nicht das, wie es einem zusagt. Erster Schluss. Der war damals gleichbedeutend mit dem Übergang, das war ziemlich automatisch. Wir haben sozial und sozialistisch konsequent verwechselt. Ja, wer sich um soziale Belange scheuert, der ist ja quasi ein Sozialist, also Marx. Der war der Übergang, der ist in der Lebensgeschichte von vielen Leuten einfach so gegangen. Es haben uns welche gesagt, wenn überhaupt eine gescheite Theorie über den Kapitalismus existiert, sodass man das weiß, warum eine Bank an der Straßenecke, eines Betriebs mit Akkordlohn und so weiter, wenn man das kapieren will, dann muss man erstmal Marx machen, der erklärt es einem. Zumindest mir ist Gott sei Dank hier so gegangen. Mir hat Christel Neusi selig, die ist inzwischen tot, die hat zum Beispiel mit uns das Kommunistische Manifest gelesen, hat uns erklärt, was ein Pfahlbürger ist, haben wir natürlich auch nicht genau gewusst. Und dann hat sie gesagt, ihr müsst Kapital studieren. Leider ist das Studium damals in der Studentenbewegung vom Kapital nicht mehr organisiert vollzogen worden, sodass man das immer regelmäßig getrieben hätte, sodass man es einmal wirklich begriffen hätte, sondern das ist laufend unterbrochen worden. Oder ist es selber wie ad acta gelegt worden. Dadurch, dass immer Aktionen fällig waren. Man hatte ja immer was zu protestieren. Bisher habe ich den Bereich erklärt, protestieren an der Hochschule. Mit diesen falschen Argumenten, Aktivitäten protestlerischer, springerischer Art entwickeln. Modelle aufmachen für Drittelparität in den Hochschulgremien.
einem Professor auf die Füße steigen, weil er sich gegen Drittelparität in der Erlanger, im Erlanger Tagblatt ausgesprochen hat. Da war so viel zu tun jeden Tag. Geschweige denn die beiden anderen Abteilungen, Notstandsgesetz und Vietnam. Auf die komme ich gleich. Da war immer so viel zu tun, dass keiner zum Studieren gekommen ist. Glücklich der, von der Logik her, und ich war so einer, ich habe das Kapital von Marx einfach damals mal durchstudiert. Es hat noch ein paar wenige gegeben, die das gemacht haben. Ich habe mich auch nicht beeindrucken lassen davon, dass manche gesagt haben, der Marx wäre so gut, aber dann müssten wir hinterher noch Soziologen, Marcuse und so weiter dazu lesen. Klar, die haben wir auch gelesen. Bei denen haben wir uns auch unsere Ideologien zusammengestöpselt. Aber einmal Marx, da waren wir schon wegen ziemlich eitel, da war nichts mehr zu holen für Marcuse und Konsorten. Ich sage gleich warum. Der erste Vorwurf an uns als Studentenbewegung lautet, soweit wir die Wissenschaft kritisch angegangen haben, sind wir nicht gegen die Wissenschaft losgegangen, sondern sind mit in einem Ideal frischer, junger Gerechtigkeit beschlichener Staatsbürger, also mit einem sachfremden Gesichtspunkt auf die Wissenschaft und ihre Repräsentanten losgegangen. Diesen Gesichtspunkt haben wir natürlich auf seinen eigenen Willen, den Zustand der Gesellschaft, die BRD, die Politik in der BRD, Adenauer, Kiesinger, große Koalition und so, allemal anzuwenden gewusst. Also, zweite Aktivität, die Notstandsgesetze. Macht es als Beispiel für innenpolitische Kritik, da hat es mehr gegeben. Aber das war einfach auch so quasi eine Unterbewegung der ganzen Bewegung, die ihre Bedeutung hatte. Sie ist so gegangen. Die in Bonn sagen, und in der Zeitung steht, sie machen Notstandsgesetze. Jetzt könnte ich natürlich locker sagen, vielleicht, ach, ich mach's mal. Notstandsgesetze, das ist, wenn die Demokratie beschließt, dass sie ihre Verkehrsformen mit den Untertanen und zwischen ihren Instanzen, also Ämter oben, unten, zwischen Beratung und so weiter, dass sie diese Verkehrsformen aufgibt, aufzugeben, beabsichtigt für den Fall eines Notstandes, für den Fall einer Gefährdung des Staates. Sei es Kriegsfall, sei es innere Katastrophe und so weiter. Die Demokratie also beschließt, dass diese Verkehrsregeln, dieses in Freiheit wählen, man darf kein Telefon abhören, man kriegt die Post zugestellt, ohne dass jeder reinguckt und so weiter. Das also Zeug, gewisse Freiheitsrechte eben hinfällig sind, wenn der Staat meint, er wäre in Gefahr und er müsste es wieder anders, halt wie in jeder Diktatur oder sonst wo regeln. Genau dieses Argument, das ist die größte Schande des 67er, 68er Jahres, was die politische Urteilsfähigkeit von uns damals betrifft. Genau diese banale Feststellung, Mensch, in der Demokratie gelten die Verkehrsformen genauso viel, wie sie für den Staat taugen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist gar kein Geschenk, kein Gewährenlassen an die Untertanen, sondern das ist eine Art, wie man es macht. Man sagt zum Beispiel, wer soll an die Macht kommen? Bitte schön, die Ermächtigung ist ein eigener Akt, Wahl. Man sagt, ich bin der Größte, der andere ist der Zweitgrößte. Also wie es halt der Barschmann mit dem Engholm immer so gemacht hat da oben. Der ist ein Homo, der ist ein fähiger Mann, der kann nicht rechnen, die Sozis konnten nie rechnen, die Schwarzen helfen den Reichen. So, Wahlpropaganda. Das ist eine Tour, jetzt sage ich dem Volk, ihr habt eine Stimme abzugeben, ihr ermächtigt den, der dann euch regiert. Sowas haben wir nie gesagt. Notstandsgesetze, da sind wir erschrocken und haben Argumente losgelegt, die haben so ungefähr gelautet, da sieht man es, jetzt bereiten sie einen Putsch vor. Es waren Argumente, die haben geheißen, das ist das Zurück zum Faschismus. Das war jetzt gar keine Anklage gegen die Demokratie, wie sie geht und steht damals. Denn wir haben gesagt, die versündigen sich an ihrer eigenen Demokratie und an unserer. Notstandsgesetze, die Selbstaufhebung von gewissen Verkehrsformen durch die Staatsgewalt, das ist ein Verbrechen an dem großartigen Geschenk, wie hierzulande die Freiheit organisiert ist. Man merkt, wir waren so stockaffirmativ und doch so aufbegehrerisch dabei. Wir haben glatt daran geglaubt, das darf doch nicht wahr sein. Was war die Kritik?
Musterbeispiel: Wie argumentiert man gegen einen Befürworter der Notstandsgesetze, der meint, im Notfall müsse sich der Staat schützen? Man muss sagen, in England ist auch Demokratie und die brauchen keine Notstandsgesetze und kommen doch ganz gut zurecht. Solche Argumente haben wir in Notstandsschulungen, wo wir uns agitatorisch ausgebildet haben für die Ostermärsche und so weiter. Solche Scheißargumente haben wir gelernt. Statt einfach zu sagen, naja, das geht halt so, ein Staat, pass drauf auf, dass nichts anbrennt. Nein, da war der Glaube an die Demokratie viel zu groß. Entsprechend groß war auch der Anklang, den wir gefunden haben. Weil gegen Notstandsgesetze waren sehr viele Leute. Wegen dieser Art und Weise mit dem Zeug umzugehen, das halt in, haben wir auch das Geheimnis der Notstandsgesetze, das eigentliche, versäumt. Wir haben zum Beispiel damals nicht gemerkt, dass eine Notstandsgesetzgebung einen Staat komplettiert, dass er ihn fertig macht. Zum Beispiel als Bündnispartner innerhalb der NATO. Bundeswehr hat es ja schon gegeben, 12 Jahre, die ersten Jahrgänge haben schon ja Ausbildung gehabt. Militärische Einbauung in die NATO, neue strategische Aufgaben, bombermäßig, militär, also zahlenmäßig, personalmäßig, war alles festgestanden. Dass zum Beispiel ein Staat mit einer solchen Gesetzgebung nach innen sich fertig macht als Bündnispartner, sich zurecht macht und sagt, ich sorge dafür, dass bei uns hier nichts anbrennt. Ich regle das Recht so, dass die Gewalt des Staates allemal erfolgreich bleibt und noch rechtmäßig dazu. Auf so ein Argument, und obwohl es gar nicht so schwer ist, sind wir einfach als SDS nicht gekommen. Ein paar Verdächtige hat es damals gegeben, ja, kann ich mich auch rühmen, ich habe was gemerkt. Ich wollte zum Beispiel dieses blöde Beispiel mit England zum Beispiel immer nicht anwenden. Ich wollte sagen, was gefällt euch eigentlich an dem Scheiß England so? Das habe ich gemerkt, mehr nicht. Naja, immerzu, das Beharren auf Demokratie, das wäre etwas Günstiges. Nur wäre es noch keine eigentliche und die Verfassungswirklichkeit und der Verfassungsgeist, alles würde ein bisschen auseinanderfallen. Letzter Punkt. In dieser Demokratiegeschichte, das war wieder Theorie, Ideologie, Einstellung, Haltung aus dem Geist schlechter Erfahrung. Ein ganz böses Kapitel Studentenbewegung erzähle ich jetzt. Wenn man mit sowas wie der vorigen Wissenschaftskritik nicht landet, sondern kriegt vom Staat eine auf das Haupt, wenn man mit den wohlgemeinten Vorschlägen, die Demokratie durch Demokratie bleiben zu lassen und nicht durch Notstandsgesetze abzuschaffen, wenn man mit solchem Zeug nicht landet, wenn man auf Leute stößt, nicht bloß daheim im Elternhaus, sondern auch sonst irgendwo, die Zeitungen liest, merkt, die Leute interessiert es teils nicht, andererseits sind sie einfach dafür. Wenn man damit scheitert, im Sinn, man findet keinen Anklang. Und das haben wir leider gemacht damals, dann macht man ernste Fehler. Das ist ein reiner Psychologismus. Ein ganz schlechter Übergang, die schlechte Erfahrung, beseelt den Menschen und macht ihn theoriegeil in einer ganz üblen elitären Richtung. Wie geht's so? Man sagt, wir retten die Demokratie gerade. Die retten sie nicht, obwohl es doch ihr Demokratie und ihr Anliegen genauso sein müsste. Was haben sie denn, die Leute? Was haben sie denn? Jetzt nicht den Übergang. Dann erklärt man ihnen alles nach Kräften und gut und richtig. Man sagt, wie sie wirklich davon betroffen sind oder auch nicht. Nein, wir haben eine ganz andere Lösung gewählt. Wir haben auch nicht daran gedacht. Und wenn man das alles gut macht und man scheitert, hat man halt Pech gehabt und dann war es halt nichts. Haben wir verloren? Nein. Damals ist eigentlich die Geburtsstunde einer Ideologie, die jetzt jeder Zeitungsschreiberling, jeder Abiturient, jeder Student sowieso beherrscht. Es ist die Theorie der Manipulation. Damals ist die Studentenbewegung hervorgetreten mit der Auffassung, wenn die auf unsere gute Wahr nicht hören, dann kann das nur daran liegen, dass sie versaut sind. Und das ist eine ganz üble psychologische Theorie, die nicht mehr wissen will davon, dass der Mensch vielleicht andere und widerlegbare Ansichten vertritt, dass er anderen Interessen hinterherläuft als den eigenen, sodass man auch einmal konfrontieren muss. Und eine Theorie, die heißt, eigentlich wären und müssten die Leute sowieso auf unserer Seite allemal sein. Und wenn sie es nicht tun,
dann deswegen, weil sie manipuliert sind, versaut in dem Wortsinn. Das haben wir behauptet. Versaut erstens durch die Springerpresse, zweitens durch die ungesunde Sozialisation, die sie erlitten haben. Also da meint so Elternhaus, Familie, Kind geprügelt und nicht aufs Klo gedurft und sowas. Alles, bitte ernst vertreten, solche Theorien. Die Leute sind versaut. Und das kann man auch positiv ausdrücken, so eine Theorie. Man kann sich selbst so zurechtmachen, dass man sich hinstellt und der ganzen Welt beweist, ich bin nicht so einer wie ihr. Das ist gegangen. Über das Haarwachstum, über das Gerede, über das Geschwätz, über das Aussehen, die Klamotten und die Stiefel und die Trachtenjacken und die, was weiß ich. Ich hoffe, es ist verstanden, dass das nicht ein Hinweis, eine Anekdote ist, sondern ein Punkt, der abgeleitet ist. Nur jemand, der daran glaubt, im Recht zu sein und der verzweifelt drüber, dass seine Adressaten, die um ihn herum sind, die Bürger, das Wort haben wir ganz schnell draufgebracht, die Bürger, die Angepassten und so weiter, dass sie nicht über eigene Zwecke, Zwänge, Drangsale, Interessen und Bemühungen auf Lage hätten, sondern dass sie die unseren eben nicht hätten, das war eine Definition. Und das nur deswegen, weil sie versaut sind. Nur dadurch kommt der Mensch dahin und sagt, ich bin ein ganz anderer, und sei es aller Welt. Durch die Haarkraft, durch den Aufzug, durch das Gehabe, durch das eben anti-autoritäre Getue. Dazu muss ich sagen, es ist wirklich nicht wichtig, und es soll auch das Zeugnis geben, dass überall die Kinder Bitte und Danke sagen. Aber verkehrt ist es, zu behaupten, dass weil alle Kinder immer zu Bitte und Danke sagen sollen, der Kapitalismus so funktioniert, wie er es tut. Das kann man sich ja auch wieder abgewöhnen. Also wenn man alt genug ist, hört man auch immer zu Bitte und Danke zu sagen, dann ist es auch rum. Dann kann man sich auch noch klar machen, warum es immer gesagt hat. Wenn man sowas kriegt, kann dafür. Wir haben Theorien entwickelt, die streuen sich dann jetzt noch die Haare. Eine der härtesten Abteilungen, und die ist leider eine der popularisiertesten Abteilungen geworden. Bei uns damals war die Geschichte mit der Sexualität. Das ist einfach ein Schweinkram gewesen. Also, die Theorie geht im groben Sinne so. Ein bisschen Freud wird gelegt. Es gibt auch noch Nachfolger von Freud, Wilhelm Reich, schreibt Bücher, also wirklich Bücher, die muss man wirklich so wissenschaftlich gesehen, dieses Widerlicht. Der wichtigste Titel heißt die Funktion des Orgasmus. Nicht der Orgasmus, das wäre aber. Das ist halt, wenn es so weit ist, ja klar. Bloß da braucht man kein Buch drüber schreiben, aber über die Funktion. Ja, da kann man was rein. Da steht zum Beispiel ernsthaft drin, wer da nicht rechtzeitig zum Zug kommt in dieser Sache, der wird ein Suppenhäuser. Wenn man ein bisschen hell gewesen wäre damals, hätten wir uns schon gesagt, ich bin neulich nicht zum Zug gekommen, bin ich deswegen ein Suppenhäuser? Schon wäre der Zug in der Ecke gelandet. Nein, wir haben es nicht gemacht. Wir haben am Schluss dran geglaubt. Nur weil die Leute sexuell so verklemmt erzogen werden. Deswegen hören sie auf den Adenauer. Wir haben allen Angst, an so einen Krampf geglaubt. Ich habe ein Buch noch dabei, wenn es gewünscht wird, kann ich mal zitieren. Der Reinhold Reiche, wenn ich jetzt nicht der alte Wilhelm Reich, denn es war SDS-Bundesvorstand, schreibt ein Buch über Sexualität und Klassenkampf. So geht dieses Unschöne jetzt noch eins dazu. Was ist da drin? Ja, wenn die Sozialisation, wenn die Erziehung der jungen Mädchen, wenn das Verbot des Berührens der Klitoris und so weiter, wenn das so allgemein gesellschaftlich verbreitet ist, dann braucht man sich über Hitler nicht mehr zu wundern. Das ist aber eine falsche Faschismus-Theorie, ich muss das nochmal zusammenhalten. Wir haben das geglaubt. Warum glaubt man an sowas? Immer nur wegen der Sache dieser Theorie innewohnenden Logik. Und nicht wegen ihrer Beweiskraft. Also nur wenn ich sage, was haben Sie denn? Ich bin ein antiautoritärer Mensch. Ich bewege mich frei. Ich kann es mit den Mädchen, ich kann es mit allem und so weiter. Ich bin frei, ich meine Gefühle und so weiter.
Warum die anderen nicht? Warum hören sie nicht auf mich? Warum machen sie es nicht genauso? Nur wer so überhaupt zu denken anfängt und fragt sie nicht, warum machen die anderen das, was sie tun, sondern er vergleicht, warum machen die anderen es nicht so, so wie ich. Nur der glaubt solche Theorien, die aber dann auch konsequent, der ist auf Beweiskräftigkeit dieser Theorien absolut nicht mehr angewiesen. Das heißt einfach, ich weiß es. Schlechte Erziehung, schaue hin, jetzt machen sie alles so. Geschichte mit der Sexualität fortgesetzt. Ein kleiner Exkurs, warum erzähle ich das alles? Es muss vielleicht auch gerade wegen der Enthüllungsjournei, die jetzt so rückblickend auf die 68er Bewegung angewandt wird, muss vielleicht auch einmal aus dem Vereinsleben der damaligen Bewegung die Wahrheit erzählt werden. Und da meine ich immer damit, das passt in das, was ich über die Theorie und über die politische Aktion Fähigkeit und den Aktionismus und so weiter erzählt. Ja, genau dazu passt das Vereinsleben. Die erste Geschichte, es war ein disziplinloser Haufen. Ich war zum Beispiel, es sitzt noch einer hier, der damals Zeuge war, hier in Erlangen im SDS, in einer Wohngemeinschaft, oben in der Markwatzenstraße gewohnt, und es war einfach ein Sauhaufen. Die haben nicht verteilt, wenn verteilt werden musste. Die haben nicht abgezogen, wenn abgezogen werden musste. Die waren ewig bei irgendeinem Griechen rumgeguckt und hinterher haben sie mir von ihren Bedürfnissen die Hucke vollgelabert. Und wenn ich gesagt habe, warum habt ihr verteilt, haben sie gesagt, du hast doch Probleme. Aber auf die Idee, dass ich das Problem habe, dass die Flugblätter raus müssen, auf das sind sie gar nicht erst gekommen. Sie haben gemeint, ich bräuchte ein Weib. Ich wollte aber die Fluchtwelle raustun. Das Zweite. Innerhalb der Bewegung war die Arbeitsteilung, nenne ich es mal, aber ein bisschen gleich in Anführungszeichen. Theorie bilden, etwas theoretisch begreifen, sich etwas erklären, deswegen folgende Anwendung in der Welt, deswegen folgendes Argument im nächsten Fluchblatt, deswegen folgendes Argument im nächsten Buch. Sowas war überhaupt nicht Usus. Ausbildung in dem Sinn, dass man sich laufend verständigt hat über das, wie kritisiert man denn eigentlich den General, den Präsidenten, den Adenauer, den Kapitalisten, die Zeitung und je nachdem halt die gegnerischen Argumente, den Professor, hat es überhaupt nicht gegeben. Es hat aber ein paar Autoritäten in der antiautoritären Bewegung gegeben. Das sind Leute, die haben immer so Theorien gehabt. Ein Beispiel, das auch nicht also so eines unter vielen ist, sondern ein wichtiges. Schreibt der Johannes Agnoli, ein Exil-Italiener Professor in Berlin, mit dem Brückner, der ist jetzt auch schon tot, so geht's, ein Buch, die Transformation der Demokratie. Das war irgendeines, das gibt das Buch, und dann heißt, das ist es. Naja, was bleibt am anders übrig? Übrigens, schon da scheiden sich die Geister im alten SDS und in der Bewegung. Ob das jeder gelesen hat? Nein, höchstens 10%. Ich habe zu denen gehört, die es dann sofort gelesen haben, und ich habe es nicht verstanden. Da drin war gestanden, dass die Demokratie früher besser war als ihr Ruf und heute schlechter. Und dass das daher kommt, dass sie statt einer Evolution eine Involution macht. Sie entwickelt sich nach innen zusammen. Und jetzt sind die Parlamentarier und die Herrschaftsträger, die gewählten Glieder des Kabinetts, gar nicht mehr verantwortlich und überprüfbar. Und der Witz war immer auf gar nicht mehr wie eins. Das eins war nur die Idee der Demokratie, die Autoren da im Kopf haben. Sondern jetzt, also ich habe das Buch nicht verstanden. So wie ich es jetzt erzähle, habe ich es verstanden, konnte aber damit nicht anfangen. Steht dort, sage, kann man das einmal erklären, soll das der Witz an unserem Staat sein? Dass er nicht mehr so gut ist wie einst. Ja, haben sie gesagt, lauter Fremdwörterzeug, was für mich kein Problem war, Philologiestudent. Fremdwörter konnte ich schon verstehen, aber ich konnte mit ihnen nichts anfangen. Also, ihr müsst euch so vorstellen, man will wissen, warum in diesem Laden, Bundesrepublik, sagen wir mal 68, folgende Gesetze verabschiedet werden, warum folgende Wahlpropaganda erfolgreich ist und der schon wieder eingesperrt wird. Die drei Sachen will man sich erklären. Und jetzt nimmt man das Buch, die Transformation der Demokratie, in die Hand. Da war ich einfach zu Tod enttäuscht, weil keine der drei Fragen, und ich habe noch 60 solche gehabt, die war da drin beantwortet.
Lauderschmarrn, es war ein Soziologenbuch, die Demokratie entwickelt Involution halt. Naja. Die haben irgendwann gesagt, einer muss wieder Vorstand sein, das war so Usus. Ich war doof, habe nichts kapiert. Wählen Sie mich zum Vorstand und ich darf natürlich dann schon auch überall mit hin. Nach Frankfurt zum Dutschke und zum Kral und wie die alten Größen alle heißen, die jetzt am Fernseher, die Wolfsbrüder und so weiter. Die kenne ich alle so vom Bier trinken, ja. Aber wie? Ich gehe dorthin, diskutieren Sie in einer so Kneipe, das einzige Angenehme, gesauft und geraucht ist wann. Das war gut, also von der Ecke nicht zu klagen. Aber die andere, ein ganz komisches Klima, eine Art der Diskussion, die heißt, wenn wir die Involutionstheorie von Agnoli beim Wort nehmen, wissen wir doch auch zu der entschiedenen Konsequenz schreiben, die schon bei Hegel angedeutet ist und so weiter. Ist total fix und fertig. Einfach nichts kapiert. Nicht, dass ich jetzt, also ich weiß schon heute, was das für saudumme Argumente waren, dass sie dem bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb der Angeberei, die dazugehört, entlehnt waren. Ja, das weiß ich jetzt alles. Nur damals, ich konnte einfach nichts mit anfangen. Ich habe jetzt gedacht, so, also da war ich noch bäuerlicher eingestellt als heute, halt von meiner Herkunft her. Komm ich da hin und so, ja gut, angenommen, der Mann hat recht. Also wenn wir die Involutionstheorie beim Schopf und ihrer Konsequenz nehmen, dann müssen wir auch wieder Hegel und so weiter. Frag ich mich heimlich, ich kann ja nichts sagen, wenn ich es nicht verstehe. Und was ist denn dann? Was ist denn dann eigentlich? Da ist dann irgendwas erklärt, ist dann irgendwie Auktion geboten und so fort. Muss man dann jetzt was anderes machen wie gestern? Keiner konnte es, keiner wollte es einem sagen. Einfach so ein saudummes Gelaber. Zweite Abteilung von solchen Treffen, Aktionen sind jenseits und getrennt von dem theoretischen Gelaber, richtig unabhängig davon. Auch immer rausgekommen. Erste Aktion, da meine ich jetzt noch nicht die große Demonstration Ostern 68 wegen der Dutschke, dem Mordversuch an Dutschke, sondern die überhaupt Springer. Von der Einstellung her, von der schlechten Erfahrung, die Menschen sind versaut, sind manipuliert, ist ja die heiße Theorie immerhin stehen geblieben und verfolgt worden. Ja, wenn die Leute über die Bildzeitung so zurechtgebogen werden, dann ist es kein Wunder, dass sie nicht ihre eigentlichen wahren Interessen und Bedürfnisse, sondern verklemmt durchs Leben gehen und sich laschen lassen. Also ein Kampf gegen die Springerpresse, gegen die Manipulation all überall. Eine falsche Theorie, aber doch Aktionen kann man damit jede Menge begründen. Wir sind zwei geschlagene Jahre lang nicht auf das Argument verfallen, dass wenn schon die Leute die Bildzeitung nehmen und lesen sie und bilden sich daran ihre Urteile fort, dass dann die Leute es selber machen und sich ihre Urteile bilden. Dass es nichts nützt, den Menschen die Bildzeitung zu entziehen, sondern dass man wenigstens ihnen sagen muss, was es Verkehrtes an der Anschauung, an der Weltanschauung, die die Bildzeitung proklamiert, an den Argumenten, die sie serviert, was das Schweinische an Rechtfertigung für Gewalt, Mord und Totschlag ist in aller Welt, die die Bildzeitung serviert. Wir sind einfach drauf gekommen, die Bildzeitung, das ist das Übel, das ist dann gleichzeitig auch der Hebel, wie wir zu Anklang gekommen. Der mitunter natürlich an der Uni kritische Germanisten gefordert, wir machen jetzt nicht Hartmann von Aue Oberseminar, sondern wir machen ein Hauptseminar über die Sprache der Bildzeitung. Ja, die Sprache der Bildzeitung ist Deutsch aus. Keiner wollte es wahrhaben. Die Sprache der Bildzeitung, das waren so Seminare, wo einer entdeckt hat, das seht ihr her. Hier sagen sie, der grausame Castro. Seht ihr, sie sagen Castro, Subjekt, und jetzt machen sie ein Adjektiv, grausam. Dann haben sie einen anderen Ansatz gefunden, das war der Typus der linguistischen Analyse. Einen anderen Satz, der flotte Lübcke. Naja, dann war halt der Heinrich Lübcke flott und der Castro grausam. Aber dass da Urteile drin stecken, dass man da was über die Welt erklären muss gegen die Bildzeitung, dass man an ihr nachweisen muss, wie sie die Menschen einzeigt, das Wie und Wofür, dass da was drauf verschwendet gehört an Anstrengungen. Keiner ist draufgekommen, wir waren einfach Anhänger der Manipulationstheorie. Also, Aktionen sind dennoch rausgekommen, trotzdem, dass die Theorie selber, also das Geschwätz von vorhin, das ich gemeint habe, das Soziologisieren,
Das alles, die repressiven Strukturen, setzen sich durch und erreichen unten und oben und dann letztlich sogar noch die Familie bis hinein in die Kindheit. Und so schmarrn, locker ist das erzählt worden. Das war die Theorie, die hat aber nichts erbracht. Die hat nur zu der Einbildung geführt, man hätte Wunder, was für eine Auffassung von der Welt und ihrem Funktionieren. Es war Soziologismen rauf und runter, hat auch mit Marx wenig zu tun gehabt. Es zweitens. Vereinsleben hat er schlecht bestellt, heißt schon jetzt das Urteil. Komischerweise, ihr werdet schon raushören, solche Sachen aus der Studentenbewegung, die sind Usus geworden. Die sind wirklich, die haben die Massen ergriffen. Welcher Student im zweiten Semester Germanistik glaubt nicht an Manipulation? Wer glaubt denn heute nicht daran, wenn er halbwegs ein Abitur geschafft hat, dass die anderen verführt ist, der andere verführt ist, der nicht seiner Meinung ist und er selber ist, er steht aber über allem. Wer hängt nicht solchen kleinen Elitarismen an unter der Studentenschaft? Ach, locker. Das ist das Verbreitetste, was wir überhaupt in die Welt gesetzt haben, der Unrat. Jetzt noch was. Die Geschichte mit dem Sex. Es ist ja nicht bloß darum gegangen, zu sagen, naja, die Funktion des Orgasmus ist eine ungeheure und wer keinen kriegt, sieht alt aus und beugt sich der Macht. Ja, mit der Theorie kommen wir ja auch nicht weiter. Wir wollen ja immerhin den Anspruch erheben, solche Theorien, die sollen so verkehrt und so großspurig sie daherkommen, die sollen ja eine Bedeutung haben. Also ist Folgendes passiert. Es gibt Zeugen hier, die wissen, worüber ich jetzt rede. Innerhalb des Vereins, da hat man nicht mehr das alte Handwerk betrieben. Das heißt, wenn ein Mädchen kommt und das gefällt einem und sie sagt was und das ist mir blöd, umgekehrt, macht man immer ein wenig schöner an und dann irgendwann wieder ein wenig, und dann läuft was. Oder es läuft nichts, je nachdem. Nein, fusiert ist damals theoretisch worden. Weiber, und das muss ich jetzt wirklich einmal knallhart gegen diese Scheißbewegung damals sagen, die sind ins Bett gequatscht worden. Jeder hat den Zweck und die Zielsetzung gekannt. Die am blödesten quatschen konnten und die verkehrtesten Theorien gehabt haben, haben immer zu Weiber gerichtet. Gut. Wie geht die Technik? Ihr müsst mehr lachen, ihr müsst mehr daran denken, dass ich die Ursprünge von einem Unrat beschreibe, der heute so verbreitet ist wie noch was. Es geht so, man sagt nicht zu einer, seufzt eins mit, und dann im Gespräch merkt man, heute knistert es ein wenig. Sondern man sagt, hast du Probleme? Und dann reden wir ein wenig über die repressive Struktur. Das ist wie im bürgerlichen Leben, in den Filmen kennt man es, dass jemand anfängt und sagt, ich bin hier zufrieden mit meiner Alten. Das ist der Auftrag zum Fremdgehen. Also ich fühle mich daheim immer wohl und so weiter. Genau das auf soziologisch-chinesisch. Das übertragen für das richtige Getue. Hast du nicht Probleme mit deinem Shoshi und so weiter? Ich finde, ihr seid in der letzten Zeit etwas strukturell verklemmt oder sowas. Mit solchen Schwätz ist die ganze Chose abgewickelt worden. Es war eine Art und Weise des Konkurrierens und des Liebeswerbens. Damals Usus in der Studentenbewegung. Die ist nichts weiter wie den Standard der Angeberei am besten erfüllen. Das heißt Erfolg auf einem Gebiet, der nun wahrlich mit Politik nichts zu tun hat. Das haben die praktiziert und ich habe mich immer gewundert. Und habe natürlich auch einmal was gesagt und bin unverstanden geblieben. Und zwar aus folgendem Grund. Die haben gemeint, dass ich das nicht verstehe, zeugt natürlich von meinem Problem und da sieht man, wie verspießert ich noch bin. Ich muss rein bilanzmäßig rückblickend feststellen, dass ich durch die Lektüre von Wilhelm Reich auf dem Feld der Sexualität garantiert nicht vorwärts gekommen bin. Ich bin auch durch die Lektüre von den anderen Geschichten, die es so gibt, also so, es gibt ja Klitoris-Literatur, es gibt ja Penis-Literatur und so weiter, habe ich meistens versäumt, das Wesentliche kenne ich, weil es halt immer so ein Rollenspiel hat. Mir hat das alles nichts gegeben, sagt man mal.
Andererseits hat es mir viel genützt, zu begreifen, sehr viel durch Marx, nachher durch Hegel und was halt so schlaue Diskussionen später waren bei uns, hat es mir sehr genützt, zu kennen, wie moralische Beschränkung, Selbstbeschränkung, falsche Angriffe auf den Nächsten und so weiter gehen. Was man sich besser nicht leisten sollte, was man besser für einen blöden Gedanken erklärt und was man nicht praktiziert. Damit bin ich ganz gut gefahren, und zwar so, dass ich zwar nicht ausrufen kann, die Sexualität wäre endgültig befreit, aber es ist was gelaufen, ich habe nichts anbrennen lassen. Die andere Seite, warum erzähle ich das überhaupt? Die andere Seite ist, das wollte damals, so wollte es damals keiner sehen. Allen Ernstes, größenwahnsinnig, die Befreiung der Sexualität ausgerufen. Was übrigens auch eine Wortkombination, die so nicht passt. Vielleicht gehe ich nochmal drauf ein. Die Befreiung der Sexualität ausgerufen und gemeint haben sie bloß, dass sie wieder eine Tussi abgestaubt haben. Es war offenkundig für jeden Beteiligten, der zugesehen hat. Der ganze Witz war, er hat eine gekriegt oder sie hat einen vernascht. Beides ist passiert, also wollen wir nicht so einseitig sein. Aber dazu dann zu sagen, das ist die Befreiung der Sexualität. Wir haben uns befreit aus den bürgerlichen Fesseln. Da merkt man, manche Leute haben damals ein bisschen, also, wie heißt das bei euch, Hupplerreif. Ja, das heißt Heil- und Pflegeanstalt, gibt es nicht mehr in Erlangen. Das ist die immer, die sich was einbilden. Bei uns war das so, die haben alle einen Wahn gehabt. Die haben auch damit angegeben. Die haben sich nie bloß gemöcht oder einfach gemöcht, sondern das war Angeberei und eine Tour. International, da meine ich jetzt überregional, in den Städten Frankfurt, Berlin, überhaupt ein Kult draus gemacht worden. Unter aller Sau. Da habe ich mir schon damals mal überlegt, und solcher Leute wollen die Welt verändern. Das ist ja Schand. Naja. Dritter Punkt. Der Übergang zum dritten Punkt ist offiziell so verkündet worden. Nämlich umgedreht. Erste Antwort auf den Spinner. Du musst doch das beides miteinander vermitteln. Das sind harte Diskussionsprozesse, sowas. Ich will mal den Begriff sagen. Der sagt, er mag sich nicht für Vietnam engagieren, so wie es die Bewegung der SDS oder die Asten und die Gremien halt tun. Er will nicht demonstrieren wegen Vietnam, sondern er will es seinetwegen tun. Bei seinetwegen fällt ihm ausgerechnet dieser kleine Bestandteil des Lebens ein, der da unten ist, in der Unterhose. Man sagte, das wäre das Wesentliche, so ungefähr. Vietnam ist ein aufgesetztes Interesse, als ob der Mensch sich nicht ein Interesse zu Recht denken würde. Als ob man sich nicht einen Gedanken machen könnte und sagt, darauf kommt mir an. Nein, er verfällt als Gegensatz dazu auf die pure, blöde, sexistische Naturinteressensbehauptung, die heißt, ich habe Orgasmusschwierigkeiten und deswegen führe ich einen Kampf, deswegen will ich politisch sein und das ist der Inhalt meiner Politik. So Zeug, damals im SDS, alles durchgegangen. Nebeneinander, lauter Schmann. Ich will euch bloß darauf aufmerksam machen. Ist es dann ein Wunder, wenn ein paar Leute ärgerlich werden und werden Marxisten? Überhaupt nicht mehr verwunderlich. Die halten das auf die Dauer nicht mehr aus mit diesem Schweinkram und mit den Lumpereien. Das ist noch härter. Die fangen an, gründen Kommunen und so fort. Kommen in die Presse, auf die sensationsgeile bürgerliche Presse, meine ich, in die Öffentlichkeit, ins Fernsehen und so weiter. Und reden ständig als die Repräsentanten der protestierenden Studenten. Da ist eine Sache passiert, 14 Tage vor dem Attentat auf Rudi Dutschke. Vielleicht auch bloß ein Wochen, was ich jetzt nicht, ich glaube, das Wochenende vorher war es. Wir sitzen als Bundesdelegiertenkonferenz auf dem Boden mit Knutschereien, Weiber dabei, Kinder dabei, immer das übliche Terrain, dass sie überall Kinder mitgenommen haben. Das ist damals schon wie jetzt in der Friedensbewegung üblich gewesen. Jeder hat seine Balken mitgebracht. Da ist die Diskussion ein wenig unterbrochen, ne? Da durch mit dem. Also auf alle Fälle, alle sitzen wir dort, so ungefähr 200 Leute oder 250. Es war die Delegiertenkonferenz. Was kommt auf diese Konferenz, zu dieser Konferenz heraus? An den Kiosken
Die Zeitschrift Das Kapital, die wird mit C geschrieben und gibt es heute noch. So eine Wirtschaftsmanager-Zeitschrift. Vorn drauf der Rudi Dutschke in schwarzen Anarchistenanzug, in Dress, rotem Halstuch und ein Arm, das Buch, das Kapital mit K und posiert. Innen drin ein Interview von ihm, wo er sagt, ich finde die antiautoritäre Bewegung soll selbstreflexiv mehr zerstörerisch in die Untergründe des Establishments eindringen, dass die, also er lauter halt so Sätze, die keiner versteht. Aber das war seine Theorie. Ich zum Beispiel damals, das war 68, wie gesagt, eine Woche ungefähr vor seinem Anschluss. Da hört man, hier spricht der Vertreter der Studentenbewegung Deutschlands. Der Chefideologe, der Trendsetter, der den Ton angibt, der kann der Welt sagen, also der bürgerlichen Welt, die neugierig drauf ist, die Publikationsbeflissen ist, der kann ihr sagen, wo es lang geht, warum, wie die Motive der Studenten sind, was sie meinen, was ihre Urteile sind und so weiter. Jetzt habe ich den Artikel durchgemacht und anderen ist es auch so gegangen, damals in Frankfurt, und ich habe nicht von meinen, wie auch immer damals noch verqueren oder anderen, ich habe vorhin ja Selbstkritik, was ich auch erzähle, von den Motiven und Aufregungen, wegen derer ich zu der Sache gegangen bin, keinen Satz drin entdeckt. Da war ich sauer. Habe mit anderen Leuten geredet und dann ist einer, der ist glaube ich heute auch schon wieder Professor, der Wolfgang Lefebvre aus Berlin. Der ist aufgestanden und hat uns Recht gegeben, also nicht gerade mir Recht, das ist so wichtig, war ich nicht, sondern nur, es haben noch andere auch sich die Meinung gebildet, jetzt langt's aber. Und er ist aufgestanden und hat gesagt, Ausschluss Dutschke. Die ganze Nation sagt, Studentenbewegung ist, wenn Dutschke was sagt. Der macht im Fernsehen mit Günter Gauss, hat so eine Serie gegeben, Die Deutschen, und dann war ein großer deutscher Dutschke. Dann ist der hin, hat jeden Satz angefangen mit, ich denke. So hat er geredet. Und dann ist ein verquastes Soziologenzeug mit den falschesten Theorien rausgekommen. Da habe ich nie eine einzige davon verstanden, geschweige denn gebilligt. War aber in der Studentenbewegung und habe meine guten Gründe gehabt, damals schon. Und dann hat der lauter so Sachen, hat der Wolfgang Lefebvre an diesem Samstag den Antrag gestellt, Ausschluss Dutschke. Wir mögen nicht, dass sich unsere Leute zu einer Ersatzprominenz zu der kaprizenhaften Protestprominenz des Landes hochstilisieren und hochstilisieren lassen. Stellvertretend für alle, die zum Beispiel gegen Vietnam oder sonst was protestieren, Äußerungen von sich geben, die einfach unter aller Sau sind, die sich auch noch wie ein Dressman posieren, auf ein Titelblatt setzen lassen, wo man genau weiß, das ist die Art und Weise. Einerseits kommt er immer als großer Brüllaffe in die Zeitungen, dass er gemein aussieht, dann dies. Man lässt sich, für sowas gibt man sich nicht her, war das Argument. Und wer sich mit diesen Argumenten, wie es der Mann sagt, dafür hergibt, der gehört nicht zu uns. Wir sind nämlich ein bisschen links und kommunistisch eingestellt. Und sagen, Mann, macht man nicht. Das war ein Theater. Eine Abstimmung gegeben und Dutschke wurde nicht ausgeschlossen. Einige der Argumente erzähle ich mal, wie das zugegangen ist. Wir brauchen ihn. Weswegen? Auf die Nachfrage, weswegen? Weiß er was? Kann er uns was beibringen? Kann er irgendetwas besonders gut? Außer repräsentieren mit falschen Argumenten kann er doch nichts, haben wir behauptet. Nein, wir brauchen ihn, weil er kommt an. Er kommt bei Augstein an, er kommt bei Dahrendorf an, der hat damals so freiburger Gespräche auf dem FDP-Parteitag. Der ist immer am 6. Januar jedes Jahr, hat der Dutschke öffentlich mit dem Dahrendorf diskutiert über repressiv, nicht repressiv, Evolution oder Reform und so Schmarrn. Ja, wir brauchen ihn, der kommt überall gut an. Er kann es mit dem Aufstand, mit der Frankfurter Rundschau, mit dem Dahrendorf, er ist überhaupt die Galionsfigur, also dürfen wir die nicht absägen. Das also, ich habe es nie in meinem Leben verstanden. So ist damals politisch entschieden worden in dem Sauhaufen. Gut, er ist also in der Abstimmung, mit knapper Mehrheit ist er geblieben. Und dann passiert halt eine Woche später, der Fimmel von dem Idioten in Berlin, der meint, das ist eine Gefahr für die Nation und die Menschheit und er schießt ihn um. Dann war hinterher noch ein kleines Standgericht im SDS, hat gemeint, die ihn ausschließen wollten, haben mitgeschossen, so ähnlich, also außer die Bildzeitung. Gut, das war erst einmal was über das Vereinsleben. Sag's nochmal. Nicht gewusst,
sehr viele verkehrte Theorien vertreten. Diese Theorien versucht anzuwenden, bis auf absurde Veranstaltungen im privaten Gewerbe ist gleich Sexualität. Ein Schmarrn. Die banalsten Weisheiten, banalsten, ich sag mal, Binsenwahrheiten über wie das Geschlechtsleben geht. Dass man da ein wenig Guggala macht, sich ein wenig mag, dann fasst man sich an. Wenn man es miteinander aushält, bleibt man beieinander. Wenn man nicht mehr aushält, trennt man sich. Das gibt ein Zähneknirschen, das tut weh, dann ist es wieder rum, dann läuft was Neues oder auch nicht. Dass es so ist und nicht anders. Dass man auch so seine Höhen und Tiefen hat und auch vor allen Dingen die ganz banale Wahrheit, dass das nicht immer sein muss, dieses blöde Gebumse, dass man da auch mal eine Woche warten kann oder ein Vierteljahr. All das war vergessen. Nein, erstens, das ist so gut als Thema wie der Vietnamkrieg. Es ist genauso lohnend, eine Stunde sich über das Gebumse zu unterhalten, obwohl es da gar nichts zu reden gibt drüber, wie über warum sind die Amis in Vietnam. Auch das habe ich erlebt in der Studentenbewegung. Ein Schmarrn. Die beiden Sachen sind nämlich überhaupt nicht kommensurabel. Da müsst ihr lachen. Das Rätsel ist doch, für wen wird sowas kommensurabel? Ja, wenn einer sagt, meine Moral ist in jeder Frage gefordert, dann werden die Sachen gleichgültig gewichtet. Wenn ich sage, die richtige Weltanschauung, die richtige Lebensart, darauf kommt es an. Und die wende ich jetzt auf Vietnam, auf die Notstandsgesetze, wie auf die Männler und die Weibler. Gleichermaßen an. Dann verlieren die Sachen ihr Gewicht, was sie vom Gegenstand her haben. Dann wird alles gleichgültig. Na gut, Vietnam. Was haben wir über Vietnam gewusst? Was haben wir an Vietnam gemerkt? Genau genommen an Vietnam nicht, sondern wir haben uns an einem Widerspruch aufgerieben. Und das ist der Altbekannte von dem ganzen Vortrag bislang. Wer in der Schule gelernt hat, dass sie unter Diktatoren im totalitären System des Ostens und so weiter die Menschen einsperren und auspeitschen und halt kaputt machen. In der Freiheit aber, in der Demokratie, so ungefähr das halbe Paradies angebrochen ist, weil alles nach Recht und Sitte zugeht, und das heißt so viel wie jeden nach seinem Gusto. Man darf, man kann, was man will, und Gewalt ist eigentlich, gehört gar nicht zur ist gar keine Staatsaffäre. Freiheit ist dürfen und dankbar sein fürs Dürfen und so fort. Das hat man halt gelernt. Unser Sozialkundebuch hat sinnigerweise eben geheißen Freiheit und Verantwortung. Nun war drin gestanden, dass man frei ist und deswegen hat man eine riesen Verantwortung und soll draufhören. Naja, wer sowas in der Schule lernt und geht dann studieren und liest Zeitung auch noch zu allem Überfluss, ja, der merkt, dass die größte Macht der Freiheit, unsere Schutzmacht USA, diejenigen, die Rosinenbombe auf Berlin geschickt haben, damit die Berliner nicht verhungern und so fort, der halt das alles geklubt hat, dass ausgerechnet diese Schutzmacht und sogar mit beifälligen Nicken von Frankreich, auch alter demokratischer Tradition und der neuen demokratischen Bundesrepublik, dass die alles kurz und klein hauen. Dass sie in Vietnam einfach einen Krieg führen, weil sie dieses Land nicht dem Kommunismus überlassen wollen, sondern für die Freiheit behalten. Haben wir Vietnam-Bücher, welche haben Artikel geschrieben, da hat es Vietnam-Lektüre gegeben. Recht ansehnlich übrigens, wenn man denkt, Hollemann-Gang, Vietnam-Genesis eines Konflikts ist ja früher Edition Suhrkamp, die Konterrevolution, Achter Edition Suhrkamp, in dem Verlag Neue Kritik stehen einfach Argumente und geschichtliche Fakten halbwegs solid beieinander. Was ist Vietnam? Und jetzt waren wir da gestanden und haben uns nicht darüber aufgeregt, was wir da zur Kenntnis genommen haben, dass das Vietnam ist. Die Amis sehen die Welt da hinten so. Sie wollen da einen Stützpunkt, einen Staat für sich behalten. Sie wollen keinen, der den zu den Russen hält. Sie haben überhaupt das Problem mit China und dem ganzen Hinterasien, dass dort noch strategisch einiges zu bereinigen ist. Wir haben uns mit diesen Sachen befasst, haben sie kapiert, sind aber nicht dabei stehen geblieben, sondern sind eigentlich aufgewühlt worden durch den Gegensatz dieser Einsichten zu dem Glauben an die Demokratie. Wir sind nicht auf die Straße gegangen, weil wir gesagt haben, schaut sie euch an, die Drecksäue. Sie morden und brandschatzen und das ist ihr Beruf und so geht Imperialismus und wir wissen auch noch die Gründe. Davon haben wir nicht erzählt, von den Gründen.
schon drüber gelesen, der eine oder andere. Denn wir haben gesagt, und das ist ein Widerspruch zur hier gültigen landläufigen Ideologie, dass Demokratie eine feine Sache wäre. Die Antwort, die wir uns eingefangen haben, hätte uns noch mal auf was bringen können. Die geht so. Die Freiheit Berlins wird in Vietnam verteidigt. Die Antwort haben wir uns eingefallen. Jetzt denken wir, jetzt war doch alles klar. Jetzt haben Sie gesagt, Sie bekennen sich zu diesem Schweinkram. Sie hauen alles kurz und klein, wenn es im strategischen oder sonstigen Interesse der NATO, der freien Welt, der USA liegt. Dann tun Sie das auch und Sie haben überhaupt kein Problem, dass da ein paar Leute über die Klinge springen und nicht zu knapp. Haben wir immer noch gesagt, und das passt doch aber nicht zur Demokratie. Das passt doch nicht zu dem, was wir gelernt haben, dass wir daran glauben können, was hier bei uns sein sollte. Nach hier möchte ich an was erinnern. Dies ist ein Widerspruch. Das ist auch ein Fehler, wenn man immerzu an diesem Widerspruch weiter nagt und meint, sich dadurch ins Recht setzen zu können, dass man sich auf die Ideale der ganzen Nation, auch der seiner Adressaten beruft und dann die widersprüchlichen Fakten aus Vietnam dagegen vermeldet. Das ist ein Widerspruch, ein Fehler. Aber immerhin ein Fehler, der sauproduktiv ist, wenn ihn jemand bemerkt. Man hat nämlich jetzt zwei Wege. Entweder, man sagt, wenn der Vietnamkrieg vorbei ist, na Gott sei Dank, er ist vorbei und es ist ein gutes Zeugnis für die Demokratie, dass sie ihn aufgehört hat, womöglich noch, dass sie ihn wegen meines Protests nach 7 Jahren oder 10 Jahren endlich aufgehört hat. Wenn man sich also einbildet, hier hätte man als Protestbewegung den Demokraten Überzeugungen beigebracht, die in ihrem eigenen Interesse sind und jetzt wäre wieder alles gut. Oder ob man die andere Schiene wählt, und jetzt rede ich wieder von uns hier und heute, die andere Schiene, ja, wenn die Demokratie das macht, dann ist sie eben so. Dann ist eben Demokratie doch nicht das Märchen, das man aufgetischt kriegt. Denn das ist eine Sorte Herrschaft, die beruht auf Folgendem, dass sie die Freiheit des Kapitals und so weiter, innen und außen, verteidigt, schützt, erobert und wo es geht, draufhaut. Jetzt ist nun mal Demokratie so. Kaum haben wir die ersten Überlegungen in diese Richtung gemacht, also das waren noch ein paar andere und so, ist uns eines, wie sagt man da, Schuppen vor den Augen gefallen. Die ganze Weltgeschichte, jede Zeitung tagtäglich, ist voll von Bestätigungen für die korrekte Auffassung. Keine Zeitung druckt Meldungen ab, die der Auffassung entsprechen, irgendetwas an Gewalttätigkeit, Schlechterei, Bescheißereien von kleinen Leuten, ungesundes Leben und so weiter. Ach, man kann einfach alles aufzählen, was man kennt. Es gibt keine Zeitung, die sagt, das würde der Demokratie widersprechen. Der Glaube an die Demokratie, den hochzuhalten, das muss man immer kontrafaktisch machen. Man muss immer gegen die Tatsachen immer noch dran glauben. Kaum hatten wir den Glauben abgestellt und gesagt, ja Menschenskind, schauen wir uns einmal an, wie die Demokratie wirklich funktioniert, wohinter sie her ist, welche Zielsetzungen diese Staatsform eigentlich begünstigt, welche sie überhaupt in die Welt setzt, welche sie aufmacht, welche Zwecke sie den Menschen auferlegt, welche Beschränkungen sie quasi als Regelfall vorsieht. Schon waren wir wieder beim alten Marx. Zwar mit Demokratie Feinde, geläutert, nicht dadurch, dass die Amis den Vietnamkrieg aufgehört haben, sondern darüber, dass wir gewusst haben, die Amis werden sowas, genau wie die Bundesdeutschen und die NATO insgesamt, immer dann machen, wenn sie es für nötig halten. Und es war ja danach der Fall. Und gestern war ja in Israel auch schon wieder was los. Gut. Eine vorläufige Zusammenfassung. 3 Abteilungen, Hochschulkritik, Sorge, kritische um die Demokratie im eigenen Land, der Antiimperialismus an erschreckenstiftenden Schandtaten der westlichen freien Welt und ihrer Mächte. Immer wieder dasselbe Motiv. Die Studentenbewegung ein einziger Widerspruch. Nie wurde so recht sich einmal im theoretischen Sinn, also dass man sich daheim oder untereinander hinsetzt hat auf dem Termin, sich dafür entschieden, sollen wir jetzt immer noch Demokratie kontra Notstandsgesetze, Demokratie kontra Vietnam brüllen? Oder sollen wir mal dazu übergehen,
weil Demokratie für Kapitalismus, Vietnam, weil Demokratie Notstandsgesetze, weil Demokratie auch so schäbige Figuren wie Lübcke an der Macht und nicht gegen Demokratie. Müsst ihr denken, was das für ein Kult war damals, der negative Personenkult, den wir heute wieder, heute fährt man wieder die volle Ernte ein. Damals eine Lübcke-Kritik mit Buttons da am Revier. I like Lübcke, das war der Spott drüber, dass der nicht mehr ganz dicht gewesen sein soll als Präsident. Ja, mit solchen blöden Gedanken haben wir uns öffentlich beliebt und unbeliebt zugleich gemacht. Sag mal die Logik von dem Gedanken. Dieser Mann ist so blöd für das hohe Amt eines deutschen Bundespräsidenten. Hätten wir doch gleich den Schluss andersrum gemacht. Um deutscher Bundespräsident zu sein, um amerikanischer Präsident zu sein, kann man gar nicht blöd und gemein genug sein. Wäre doch auch ein Schluss gewesen. Nein, wir wollten immer den Widerspruch festhalten. Denselben Widerspruch, den heute jeder billige Journalist nimmt, vor 8 Jahren ist der Ronald Reagan an die Macht gekommen. Die billige negative Personenkultkritik, Mensch, der hat ja gar kein Niveau, das ist ja ein Cowboy. Nein, für die Führung der Staatsgeschäfte der USA taucht der gerade gut genug, das wirft ein Licht auf das Amt und nicht umgekehrt, er taucht nicht fürs Amt. Also an solchen Sachen haben wir uns abgerieben und haben immerzu, naja, halt hin und her gezerrt. Die Streitigkeiten sind mehr geworden. Manche waren dann auch irgendwie mit dem Studium fertig und wollten immer Studentenbewegung machen. Manche wollten wieder was anderes, ja, aber was wollten sie? Alle wollten aus dem Angebot oder aus dem aufbereiteten Argumenten- und Einstellungs-Weltanschauungssalat, der damals gängig war, wollten sie sich was raussuchen und daraus ihre Konsequenzen suchen. Es geht um Folgendes. Warum hat sie sich aufgelöst? Nein, nicht, weil sie aufgehört hat. Das ist ein schlechtes Argument. Also, dass alles mal ein Ende hat und die Wurst 2 und so. Nein, das ist nicht der Witz. Sie hat sich auch nicht totgelaufen in dem Sinn. Nein, aus dieser Bewegung sind 5 Sachen hervorgegangen, aber jetzt im korrekten Sinn hervorgegangen, nicht nach der Produktlogik, über die ich mich am Anfang beschwert habe. Erstens, in der Studentenbewegung waren eindeutig Argumente gang und gäbe. Ist frei. Wir haben sie für voll genommen, wir haben sie nicht ausgeschaltet, nicht widerlegen können, wollen oder sonst was. Die eindeutig darauf hingegangen sind, die SPD muss an die Macht. Es gehört sich eine politische Reform in Deutschland. In der Studentenbewegung, ich hoffe, es ist alles vorgekommen, wenn nicht, trage ich es halt nach, waren also auch Argumente vorhanden, in Westdeutschland gehören sich neue, moderne Universitäten gegründet mit Gruppenarbeit und wo man den Professor tut. Die Argumente hat es gegeben, weil das war ja das Gegenstück zu der autoritären, ordinarien Universität, wo man immer sie sagen muss und der Professor hört auf nichts und ist noch ein Ex-Faschist. Also, junge Professoren, die kollegial in Gruppenarbeit und immerzu sozial reflektiert alle Theorien machen. Am besten noch die linearen Gleichungen zweiter Ordnung auch noch sozial reflektiert. So was braucht man. Ja, was ist draus geworden? Insofern kann man sagen, ja, wenn das beim Staat auf ein Interesse stößt, solche Argumente, und sei es nur zunächst in Form der Oppositionspartei, die in der großen Koalition schon mitgewirkt hat, also schon auf dem aufsteigenden Ast war, ja dann hast du doch bei Bildungskatastrophe als Argument hinzugenommen, dann hast du doch, ja, das stimmt. Die Studentenbewegung weist uns quasi auf etwas hin. Wir brauchen erstens eine SPD an der Regierung, dass alles reformiert wird. Dann wird alles demokratischer und für die sozial Schwachen. Zweitens brauchen wir eine Hochschulreform und Hochschulneugründungen, die sich gewaschen haben. Und an die berufen wir am besten die größten Sprecher und die promovierten und habilitierten Mitglieder der Ex-Studentenbewegung. Alles passiert. Eine Schiene weg. Erstes Moment der Auflösung der Studentenbewegung. Die SPD hat von ihr, also einem Teil von dieser Bewegung, eine Zulauf, ein paar Ideologen, ein paar Unterstützer gekriegt und die deutsche Hochschullandschaft ist bereichert worden um ein paar saudumme Exemplare von Universitäten. Da mache ich aber jetzt nichts Näheres drüber, sonst wird es zu lang, weil was eine Uni wie Bremen sich in den letzten 10 Jahren geleistet hat, wenn ich das erzähle, das gibt. Das ist wie, also da könnt ihr gleich an Karl Valentin Film sehen. Das ist einfach ein Witz. Hat auch seine gemeine Seiten, der Witz, aber es wäre eine Witzerzählung.
Zweite Abteilung. Die Studentenbewegung mit allen möglichen Argumenten von denen, die ich erzählt habe, also auch der Hochschulreform und sonst was, die lebt von den Idealen, die die Leute vertreten im Sinn, ich messe überall das Wirtshaus, die Universität, die Fabrik, alles Mögliche in der Gesellschaft, messe ich an den Idealen eines ordentlichen, funktionierenden, demokratischen, für alle Seiten nützlichen Zusammenlebens. Dem kann man natürlich auch sagen, ja, dann kämpfe ich dafür. Nein, ich gebe mich nicht für die Demokratie in Form der SPD her. Ich traue dem einfach nicht, dass die, der Willy Brandt, der Herbert Wehner, dass die sowas wollen. Nein, ich merke ja spätestens, wenn sie Gesetze machen, wenn sie mich vom Verfassungsschutz bespitzeln lassen, also wieder die Erfahrungstüte, wenn sie die Berufsverbotsgesetze, 71 glaube ich war es, oder 72, weiß ich jetzt nicht genau, wenn sie die Berufsverbotsgeschichten einleiten, dann merke ich, dass das sind gar nicht die, die es wollen, sondern meine Gegner. Ich muss also immer noch für diese Ideale in dieser Gesellschaft eintreten und dafür kämpfen, und zwar gegen Parlamentarismus, gegen die anderen Parteien und so weiter. Schlicht der Übergang, ich gründe eine Partei. Ich gründe eine Partei, die sagt, der Staat hat ein Sozialstaat zu sein und kein Klassenstaat. Immer statt Entweder-Oder-Logik. Nein, anstatt dass der Staat den Kapitalisten Geld schenkt, soll er die Arbeiter gut verpflegen. Anstatt dass er die Kapitalisten subventioniert, soll er die Arbeitslosen besser verpflegen oder ihnen Arbeitsplätze verschaffen, wie auch immer. Ja, dann habe ich eine revisionistische Partei, und genau das war der Weg, 69, zack, eine DKP wurde gegründet. Ja, das sind aber wirklich logische Folgen von Argumenten, aus jedem Argument der Studentenbewegung. Das will ich hiermit andeuten, weil so ein Beweis reicht nicht mehr, weil es so ewig dauert. Aus jedem Argument ist quasi etwas Neues geworden, und das war der Untergang der Studentenbewegung. Da will ich darauf hinweisen, glaubt keinem, der sagt, er hätte resigniert. Glaubt keinen, er hat gemerkt, man hat keinen Erfolg. Es ist nämlich eine ganz verfängliche Tour bei bürgerlichen Lebewesen, zu sagen, wenn ich keinen Erfolg habe, dann stecke ich. Die erste Logik ist immer eine ganz andere. Wenn ich keinen Erfolg habe, dann lege ich erst richtig los. Sehr komisch, wie durchgesetzt das erste Argument ist. Jetzt die Rückblicker, schaut euch an im Fernsehen. Ich schätze, wir haben sicher auch gesehen, wie die Gebrüder Wolf da auftauchen. Der eine spielt Cello. Na, soll er halt Cello spielen, ist ja nichts weiter schlimm. Ich bin ihm nicht böse, wenn er richtig spielt. Bloß, er setzt sich hin und sagt, doch, einen Effekt hat die Studentenbewegung und die ganze Erfahrung für ihn doch gehabt. Er vermöbelt seine Kinder nicht. Ja, aber dazu brauchst du keine Studentenbewegung. Dass man seine Kinder nicht vermöbelt. Außerdem, manchmal gehört ihn auch einer gescheuert. Was soll's denn? Da ist alles nichts kaputt. Nein, sie treten auf, wie sie hätten das aufgegeben, weil sie eingesehen hätten, das war nichts, das ist kein Ziel, sie lassen von dem Ziel ab. Was sie unehrlicherweise verschweigen, ist das, dass sie sich neue Ziele gesetzt haben. Sie tun so, wie wenn sie in einer Kontinuität mit ihrem damaligen Bewegtsein jetzt noch durch die Welt stiefeln täten. Keiner will abtrünnig sein, keiner will Renegat sein. Keiner will aber auch Auskunft geben darüber, inwiefern er die konsequente Fortsetzung aus seinen damaligen Interessen gemacht hat, aus seinen damaligen politischen Kritiken gemacht hat. Sie geben sogar zu, dass sie eigentlich nichts mehr zu kritisieren haben, zum Beispiel, wenn sie sagen, ohne die Studentenbewegung wäre manches nicht so im Lande, wie es jetzt ist, Gott sei Dank. Ja, wer so argumentiert, der hat seine Kritik in der Bundesrepublik gesteckt. Bloß was sagt er über seine eigene Vergangenheit? Er sagt nicht, dass er resigniert hat, so ungefähr. Er hätte sich um was bemüht, es ist nicht gegangen und er hätte aufgegeben, aus Erschöpfung, das gibt's ja. Also Erschöpfung physisch oder anders, das gibt's. Man packt's nicht mehr, dann lässt man es halt. Aber dann gibt's auch nicht schön zu färben. Nein, die Burschen möchten immer noch was schön färben. Gut, erster Punkt war, die SPD und die Hochschulreform. Eine Unterstützung seitens der sich auflösenden Studentenbewegung. Zweite Abteilung DKP, dritte Abteilung, das ist die allerheikelste, meint man so landläufig, das ist der Terrorismus. Also erstmal der Spontaneismus und der Terrorismus. Ja, wenn einer an der moralischen Anschauung
dass Leute, die den Befehl zum Schlachten von Menschen in Vietnam 100.000 Mal geben, dass das Schweine sind und dass er damit moralisch immer zu ihm recht ist. Wenn einer die Auffassung ist, den Arbeitern in den Fabriken, den Arbeiterinnen allemal noch doppelt, sogar was dran. Denen würde übel mitgespielt. Und dagegen wäre seine Sache allemal im Recht und die Gangster würden in Bonn, in den Industriezentren, in den Manageretagen und so weiter sitzen. Und dagegen wäre endlich etwas zu tun und das Alte, das war wohl nicht Ladstimmung. Eine Ladstimmung ist eine Ladstimmung. Dann Übergang zur Kampfdemonstration. Als ob eine Demonstration überhaupt eine Entscheidungsfrage aufmachen fällt. Es ist halt eine Demo, man zeigt was. Man zeigt sich, seinen Adressaten, seinen Gegnern, man ist da. Man hält Schilder hoch, wo drauf steht, warum. Mehr ist eine Demo nie gewesen. Der Übergang zur Kampfdemo aus moralischer Berechtigung. Man muss auch bei einer Demo was einschmeißen. Nichts dagegen kann man machen. Nur man darf sich nicht verrechnen, was man da tut. Der Übergang zum Terroristen heißt, die Demonstration so machen, dass sie wirklich Tat ist, dass sie wirklich etwas bewirkt, dass sie am Kräfteverhältnis eingreift. Naja, das ist halt der Übergang, man ermordet einmal an militaristischen Industriellen, das andere Mal an GI, das dritte Mal schmeißt man Bomben im NATO-Hauptquartier in Heidelberg, also bei den US Forces und so weiter. Jetzt, man macht halt so Terrorakte, entführt mal einen Schleier und so fort. Und das alles aus dem Grund und mit dem Bewusstsein, dass man gegen das, was die tun, gegen die man da terroristisch anrennt, allemal im Recht bleibt. Dass es so schlimm gar nicht ist, mal eines über die Klinge springen zu lassen, von diesen Gangstern. Ich kann die Leute verstehen, wenn sie so argumentieren, wenn sie so denken. Ich kann ihnen bloß nicht recht geben. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Ja klar, wenn ich jetzt rausgehe und draußen kommt der Henry Kissinger unbewacht vorbei und ich würg ihn, dann, und er fällt um, ja, dann kann ich hinterher das Argument allemal vertreten, dann geht zu, wie viele Leute auf den sein Konto gehen. Jetzt habt euch mal nicht so. Bloß wird das bundesdeutsche Strafrecht ein wenig anders sehen dann. Es wird nämlich darauf hinweisen, dass ich ein Verbrechen begangen habe, sogar noch aus politischen Motiven, und wird mich drauf stoßen im Knast mit der Nase, dass ich hier nichts geändert habe. Dass also die Kissingers weitermachen, das, was sie bisher auch schon getrieben haben und gegen das ich mich im Recht wähne. Wofür steht hier Terrorismus? Sagt bloß keiner, so wie die Fernsehmoderatoren, ich würde ihn verharmlosen. Ich sage heute, man kann den Terrorismus gar nicht genug verharmlosen. Was ist es denn? Es ist die Gegengewalt der Ohnmacht, die sich im moralischen Recht weist. Es sind Leute, die meinen, sie wären im Recht und könnten an Bundeskanzler erschießen, sagen wir mal, oder an Siemens-Industriellen ermorden oder entführen und Geld freipressen. Ja gut, das ist allemal nichts gescheit, dass sie einfach an abmurksen. Nur, man muss auch einmal die Motive betrachten. Die Motive sind so saugut, muss man auch mal sagen. Und deswegen taugen sie nichts. Terrorismus und Studentenbewegung haben Folgendes sehr korrekt miteinander zu tun. Der Terrorismus, also die Bader-Meinhofs und die Generation, das sind Leute, die echt, bei denen man das Argument Resignation echt anerkennen muss. Die haben resigniert in einer Hinsicht, die haben gesagt, das Getue, dieses Hochschulreformerische, dieses Protesterische und so weiter, seht es nicht, das hindert den Imperialismus an keiner Schandtat, das macht den Staat nach innen immer zu schärfer und wachsamer. Die Arbeitslosen werden armer und so fort und so fort. Sie haben nur einen Beweis. Diese Bewegung bringt es nicht. Deswegen nehme ich von ihr Abstand und probiere etwas ganz anderes. Gegengewalt von mir aus, von mir persönlich ausgehen, von mir als Kleingruppe ausgehen, da wird einfach was unternommen. Es ist saulogisch, dass ich aus der Studentenbewegung ein paar an dem Argument ergötzt haben und haben diesen Gang angetreten, der übrigens immer ins Grab führt. Es überleben ja nicht viel Terrorismus. Die heutigen Ableger mit Gewicht sind die Friedensmenschen und die Ökologen. Wobei ich meine, das ist die unehrlichste Art und Weise, das Resignationsargument
für sich in Beschlag zu nehmen und abzulehnen zugleich. Die Partei der Grünen ist kein Produkt von Naturliebhabern, von alten Naturfreunden und so weiter. Nein, das sind Leute, die mit dem Friedens- und Naturgedanken, also Schmetterlingszeugholz, hausieren gegangen sind, weil sie gemeint haben, das wäre das Thema, worauf ihre Adressaten nicht umhin können anzuspringen. Das waren Leute, die haben jetzt noch sozialistische Phrasen von 68 drauf. Die haben aber gesagt, wenn man hier über die Ausbeutung schimpft, über Vietnam oder über Terrorismus in Afrika seitens des Imperialismus, da kommt man nicht an. Aber wenn man über etwas redet, das ist zwar was ganz anderes, aber wenn man über etwas redet, und wie falsch auch immer, was die Leute selber betrifft, und das ist die Schlechtluft, wo sie alle husten davon, und wo sie vergift sind, und die Lebensmittel, und halt Ökologie insgesamt, der Wald. Und zweitens, der Frieden, wo es ja die Grundlage überhaupt vom Fortwursteln ist, weil Krieg bedeutet ja Tod und so fort, und ohne Tod ist nichts Leben. Ja klar, mit solchen Argumenten, dann haben wir endlich einmal eine Bewegung und eine Ansprache, und die ist allemal sozial genug, mindestens so sozial wie die damalige, und dazu noch bietet sie einen Vorteil. Sie ist je dümmer, umso größer. Das ist der Witz der Friedens- und Ökologiebewegung. Machen wir uns nichts vor. Die Leute, die die Grünen als Partei aufgezogen haben, das sind Leute, die damals in der 68er Generation mit uns demonstriert haben, die damals gesagt haben, nieder mit der Ausbeutung oder so ähnlich, weg mit dem US-Imperialismus, haben sie schon gesagt. Die heute noch so Ähnliches andeuten im Parlament, wenn, sagen wir mal, Nicaragua auf der Tagesordnung ist, aber ihr Hauptgewicht auf zwei Hauptübel der Welt verlegt haben, und die heißen, Frieden wird eventuell durch Krieg abgelöst, zwar alles erlogen und reiner Ideologie, weil der Krieg, der findet statt, und die Natur, ohne die geht nichts mehr weiter. Also wir retten unsere Umwelt, wir leben umweltbewusst, die Politik muss umweltbewusst handeln, ein Umweltministerium brauchen wir und wir müssen da rein. Das ist etwas, was ich sagen würde, hier hat sich der Opportunismus der alten Manipulationstheoretiker bemerkbar gemacht. Es ist fast wie eine Konsequenz aus dem Glauben an die Manipulationstheorie. Wer meint, er hätte was zu sagen, guter Mann, du hier, in der Fabrik, das ist ein Quatsch, was du dir bieten lässt. Ich sage dir, was das für Konsequenzen hat, wenn du selber noch nie was, außerdem merkst du schon. Ich bin dagegen, weil, können wir uns zusammentun, wir sind Kommunisten, wir gegen das Privateigentum, gegen Kapital vor. Das kann man alles machen, klein, klein, über jede Lohnform, die MG tut es ja, die verteilt ja vor Betrieben nicht das dümmste Zeug. Und zwar jede Woche, wie sie es gehört. Nur, wer daran verzweifelt, weil er meint, auf sowas hören die nicht, weil sie nicht darauf hören können. Ich muss also etwas suchen, worauf sie von sich aus kommen, wo also sich ihr Betroffenheit mit meiner moralischen Empörung verknüpfen lässt. Der setzt die alte Manipulationsvorstellung über seine Adressaten sofort, dass er ihnen sich opportunistisch anbietet. Also den kranken Baum dann wählt, weil heutzutage klappt einfach jeder Dritte offenbar an, dass das Waldsterben das größte Leiden ist, das ihm der Herrgott oder sonst wer zufügt. Das zu der vierten Abteilung. Die fünfte habe ich schon angedeutet. Es gibt etwas, und zwar nicht durch personelle Übergänge allein, auch die finden statt, sondern durch was durch Verbreitung, Publizierung und so weiter aus der Studentenbewegung im rechten Sinn hervorgeht. Die Studentenbewegung hat Beiträge zur bürgerlichen Kultur gemacht, hat sie salonfähig gemacht, hat dafür gesorgt, dass die biedersten Menschen heute in dem Gestus rumlaufen, agitieren, bussieren, halt alles Mögliche machen, wie damals es nur eine Minderheit vermocht hat oder sich getraut hat. Das ganze Modewesen, das ganze Zeug mit den langen, kurzen, mittleren Haaren, das aufgeputscht und das rumgetuft vor die Weiber und so fort. Ja, da hat die Studentenbewegung einige neue Aspekte hinzugefügt. Die sind gern genommen worden. Die Art und Weise, in Vorlesungen, in der Uni miteinander zu verkehren, die Art und Weise, wie sich Studenten in der Cafeteria unterhalten, ja, da haben wir schön viel geleistet. Schön viel dummes Zeug. Die Art und Weise, wie Zeitungen gemacht werden, also wie Illustrierten
wie sie aufgemacht werden, wie die Stoffe gesucht werden, wie Tabus gebrochen werden. Ja, damals, ja, da war es wenigstens noch eine Ausnahme. Das muss man wenigstens noch ehrlichkeitshalber zugeben. Ja, wenn wir 1967 ein Tabu gebrochen haben, ja klar, dann war es wenigstens ein Bruch. Aber jetzt bricht doch jeder Zeitung jeden Tag 7 Tabus. Es geht auch keine Frau in einem Café, ohne die Beine so übereinander zu schlagen, dass der kleinste Bühler weg ist. Das macht doch heute jeder. Deswegen kann man es auch wieder lassen, wenn es keine Ausnahme ist. Ja, damit ich es nicht vergesse, vorläufig, wenn es eine Diskussion gibt, mir wäre es recht, ich mache hier mal Schluss. Ich will bloß daran erinnern, uns gibt es auch noch. Sag aber auch gleich warum. Weil das, was ich jetzt zum Besten gegeben habe, über wie gegensätzlich, wie dumm, andererseits aber auch, wie korrekt, gegnermäßig, feindbildmäßig und so weiter, alles durcheinander die Studentenbewegung zu Werk gegangen ist. Wie sie die Demokratie mit ihren eigenen Argumenten schlagen und bekämpfen wollte. An diesen Widersprüchen, die sie sich geleistet hat. An ihren abwegigen Veranstaltungen an der Hochschule. Hier, in so einer Bewegung gibt es allemal Leute, die sagen, Schluss damit, weg von vorne an. Wir erklären uns jetzt einmal die Widersprüche unserer eigenen Tour, in die wir uns reinverritten haben. Wir erklären uns jetzt einmal nicht mehr, dass der Staat auf uns sauer ist, wenn wir demonstrieren daraus, dass der Polizeipräsident eine böse Sozialisation gehabt hat, sondern wir erklären uns daraus, dass wir sagen, was hat denn der Staat eigentlich an Leuten wie uns auszusetzen? Wir sind seine Maßstäbe. Legen wir nicht immer unsere idealen Maßstäbe an alles an, sondern klären wir uns einmal untereinander. Wie sind denn die Maßstäbe des Geldes, der Staatsmacht, daheim und auswärts beschaffen? Was heißt es denn, wenn ein Willy Brandt einen Nord-Süd-Konflikt regelt oder begutachtet? Was ist es denn? Treiben wir doch einmal ein bisschen Theorie im Sinn, welchen Maßstäben gehorcht die Welt, statt immer zu sagen, unseren tut sie es nicht, unseren gehorcht sie nicht, unseren gehorcht sie nicht. Dieser Übergang zuerst einmal theoretischen Besinnungen zur objektiven Betrachtung dessen, was so an Schweinereien, die sind ja nie zu übersehen, das ist ja leicht festzustellen, überall ablässt, wo es dann alles nicht passt, zur objektiven Besichtigung, da muss es also auch welche geben. Dafür stehen wir gerade als marxistische Gruppe. Wir sind natürlich sofort nach dem Beschluss in Teufelsküche gekommen, weil es so ausgesehen hat wie, ihr wollt nichts tun, ihr wollt bloß denken, theoretisieren und so weiter. Inzwischen ist ja wohl landesweit bekannt, wer von den sogenannten Sekten, die aus der Studentenbewegung geboren worden sind, also zur DKB vorhin, hatte ich ja noch Organisationen wie den BWK und KBDAO und was da alles gegeben hat, dazwischen stellen müssen. Inzwischen steht ja ungefähr fest, wer von den Dingern noch übrig geblieben ist. Wofür steht das Argument? Nicht für ein Age, steht für was ganz anderes. Es kann nur das übrig bleiben, was sich hält, weil es kein Falschbewusstsein von seinem eigenen Kampf, von seinem eigenen Vorhaben, nenne ich es einmal weniger großspurig, mehr hat. Wer eine falsche Auffassung über seine eigenen Motive, über seine eigenen Feinde, wogegen er anrennt hat, der scheidet allemal dran. Es ist, um einmal rational-psychologisch zu argumentieren, es hält keine Sau aus, 10 Jahre einen falschen Protest gegen den Schah in Persien zu machen. Man hält aber durchaus 20, 30 aus, immer das Richtige intern in einer Organisation und nach außen zu vertreten. Weil man hat diesen traurigen Trost allemal. Stimmatus. Das wäre es jetzt erstmal. Sagt mir jetzt, naja, in dem Sinn, gerade die letzten Abteilungen, da hat er wahrscheinlich dran gedacht, in dem Sinn ist die Studentenbewegung dann doch, wenn man jetzt mal rückblickt auf, die Urteile sollen alle stehen, die jetzt in dem Referat gefallen sind, über was war sie, was wollte sie, wo waren die Widersprüche, warum hat sie sich in was hinein aufgelöst und so weiter, sagt der Peter, ist sie dann jedoch unterm Strich, so ähnlich als Zusammenfassung, funktionell betrachtet, eine Vervollständigung, ein Beitrag zur Demokratie gewesen. Das ist eine saugefährliche Ansicht.
im Vergleich zu dem, was ich erzählt habe oder zumindest gemeint habe. Man kann rückblickend sagen, ja, das konnte ja auf die Dauer nicht sein, dass die Demokratie so steril ist. Das sind so die typischen AA'n wie unter Adenauer. Die Mutter kocht, der Vater geht auf die Arbeit, das Kind geht nach die Schule und sonst läuft im ganzen kulturellen und politischen Getrieb nichts, nie einmal ein wenig ein Protest. Das kann man rückblickend so sagen, dass er dazu passt, der Protest. Aber das ist ein verkehrtes Urteil, wenn ich das Urteil so formuliere, das ist der immanente Zweck der Studentenbewegung. Das ist er natürlich nicht. Er war ja, bitteschön, vergesst es nicht, das Ganze ist als ein Aufruhr betrieben worden und hat den Staat, also nimm es mal so, wenn ich so funktional denke, fällt mir was ganz anderes ein. Die Studentenbewegung hat den Staat, die drei Abteilungen Geheimdienst, dermaßen auf Vordermann gebracht. Die Studentenbewegung hat also, wenn schon Beitrag, hat sie den Staat darauf aufmerksam gemacht, dass es hier im Land vielleicht unter der Jugend zu viele Leute gibt, als dass man sie unbeaufsichtigt lassen könnte, die Systemfeinde sind. Der Aufbau des Verfassungsschutzes, des Überwachungswesen von Telefonen, das Ganze hinter uns paar Linken hergerennen, was wir so unser einer aus der täglichen Praxis kennen. Mensch, das hat die Studentenbewegung und die Terrorabteilung natürlich auf ihr Weise beigebracht. Also quasi solizitiert. In dem Sinn, also man kann nicht sagen, ja, eine fertige Demokratie, da muss es auch immer einmal eine Demo vom Pentagon geben oder vom Weißen Haus. Muss überhaupt nicht. Ja, richtig ist, dass es dazu passt. Aber das ist nicht mal Bereicherung der Demokratie in dem Sinn, dass ich so, das ist so quasi das komplexe, also das zusammengefasste Urteil über, das war es dann mit dieser Bewegung. Nein, das war es nicht. Was mit ihr war, ist erstens, was sie damals geleistet hat und verkehrt gemacht hat, und zweitens, wo sie mit ihren eigenen Anschauungen und Widersprüchen sich aufgelöst hat. Das ist ihre Wirkung. Und zur Wirkung, sag mal, am Anfang die Geschichte, was hat die Studentenbewegung geleistet? Was sagen die Jubiläumsredner, die damals die erbittersten Feinde von den paar Demonstranten wie uns waren? Sie haben die politisch-kulturbereiche, das und das und das. Einen Punkt machen sie sofort andersrum. Dann sollen Sie doch sagen, und außerdem haben Sie die Demokratie auch über die Ohnmacht der Gegengewalt bereichert. Das ist auch schön, wenn es ein paar Terroristen gibt. Ne? Das sagt doch keiner. Da merkt man, ja, das ist natürlich, das ist die Saat, die mögen wir von ihr gar nicht gern. Dass ein paar Terroristen rumlaufen und erwürgen ab und zu einen Arbeitgeber. Na und? Können wir auch sagen, rein vom humanen Standpunkt mal. Na und? Es werden so viele erwürgt, warum soll von denen keiner drunter sein? Macht ja auch gar nichts weiter. Die Arbeitgeberschaft funktioniert doch, oder? Nein, so darf man nicht argumentieren, so darf man nicht denken. Also nochmal, es ist eine eindeutige Alternative, die ich anbieten wollte heute Abend, gegen diesen Produktcharakter und gegen diesen Beitragscharakter. Die Studentenbewegung hat keinen Beitrag zur Demokratie geleistet, sondern sie war eine Opposition in ihr, eine verkehrte zumal, und hat sich in weitere verkehrte Oppositionen einerseits in einige handfeste Mitmacher, das ist die SPD und die Hochschulschicht, hinein aus ihren Argumenten und aus ihren Vorhaben hin ausgelöst, Ausnahme Terroristen auf der einen Seite, andere Ausnahme wir. Wir haben gesagt, dann machen wir es konsequent und gehen ganz normal auf die Gesellschaft ein, wie sie geht und steht. Und das ist ein Kapital und ein Staat und die haben sich gewaschen, wir können das erklären und sind dagegen. Warum kommen die MG nie vor in der Bilanzaufnahme? Die können vielleicht auch vorkommen. Der Oskar Nick, was vielleicht das uns gibt? Die sind vielleicht im Seminar bei dem in Hannover und sagen, er wird für recht so Herrschmann. Mit Eier und Tomaten eingedeckt. Ja klar, das ist passiert. Wir haben gesagt, jetzt machen wir mal Schluss mit dem Zeug. Das Ganze ist bloß Gehäuse. Ihr wollt gar nicht die Welt verändern. Ihr seid gar keine Anti-Autorität. Sondern ihr macht es bloß, ja, das war auch hier die Wahrheit. Denn es war wieder also eine Erfahrungswahrheit. Ihr macht es bloß, damit ihr uns begeistert und rumkriegt und ausnützt. Haben die Mädchen gesagt. An der Stelle hat es nichts genützt, einfach deiner Mädchen zu sagen, na geh zu, jetzt holst du es raus, dass er auch Sachzack ist. Jetzt lass es und kümmere dich wieder um die Politik wie immer und um das, was angeht und lass es. Nein, haben die gesagt, dann ist das jetzt Bestandteil der Bewegung, der Kampf gegen die Männer in der Bewegung. Nein, das gehört dazu, haben sie behauptet.
Ich habe zum Beispiel ein Mädchen in Frankfurt eine Stunde lang beizubringen versucht zu sagen, es hat was Verständnis an sich, wenn es als Frau oder Beschwerde, nicht immer, also als Hausfrau und so weiter, doch sind ganz andere Sachen eine Rolle. Beruf, verheiratet, Recht und Pflicht, Ehe, Kinder und so weiter und kein Luftloch. Lebenslang gefangen und so weiter. Es muss anders ein proletarischer Familien bleiben, sichtbar als du. Und bei dir hat aber was Verständliches an sich. Du bist beständig, gibst dich frei, hast Turnschuhe an und so weiter und sagst, der wurde psychologisch repressiv und so weiter mir gemacht haben und noch machen. Das ist nämlich sehr seltsam. Wenn du das erkannt hast, ist er auch so behoben, dann sag ich mich einmal aus. Warum nicht? Nein, ich will einen Kampf dagegen führen. Dann hat der Widerspruch, der sich so anfangen. Natürlich ist das auch ein Argument blöd. Wenn er gerade erst auf die großspurigen Autoritäten einer anti-autoritären und volkstümlichen Bewegung sind, die also quasi wegen der ihrer Tour, ihrer Selbstdarstellungskünste indifferent, dann merkt er, das ist ein ziemlich Arschloch, und dann hinterher, ihr sagt, also Christ, dann das war's, sondern sagt, jetzt fängt der Kampf gegen die Autoritäten in Witt an. Das ist halt auch schon wieder ein neuer Widerspruch. Ja klar, solche Sachen sind damals in der linken Bewegung entstanden, und sie haben auch einige Argumente beigesteuert zu dem, was heute Feminismus hat. Klar. Aber auch hier wieder Produkt, nein, nicht Produkt. Es gehört für jeden, der damals mitgeladen ist oder was gemacht hat, Frieden, Schocken und so weiter. Jeder hat aus seiner Entscheidung, aus seiner Schluss gezogen, auf Teilweise, auf dem, weswegen er unterwegs war. Es ist ein so wahnsinnig, wie verständlich die Produktlogik ist. Wenn ich sage, ich bin das Produkt der Studentenbewegung, da muss ich ja sagen, da ist auch der Roth, der Wirtschaftssprecher der SPD, im Bundestag Produkt der Studentenbewegung. Denn der war damals SAPler, Vorstand, und der ist mit uns geladen gegen die Hochschulreform, also gegen das Hochschulrahmengesetz. Da muss ich aber auch sagen, die Torek-Scholl, immerhin das Bombenstandard wahlweit der SPD und eine Drecknudel, wie im Buch steht, da meine ich, das mache ich jetzt nicht sexuell, sondern politisch. Die Frau, die also rein auf bundesdeutsche Interessen, ich sag mal ein Beispiel, es gibt eine Anzeigenkampagne, die sie mit verfertigt, im Spiegel und in so Illustrierten und im ADAC und sonstigen Zeitungen, die heißt immer, wir Deutsche haben zu wenig zu sagen. Ein reiner Kinderlied, eine reiner imperialistische Anzeigenserie. Anna ist so, Apil, Gorbatschow und Regen sitzen sich gegenüber, hier wird verhandelt, überwacht und wir sind draußen. Also das Plädoyer für eine europäische Weltmacht, für mehr europäischen imperialistischen Einfluss, wird offen rausgeplaudert, wird disprobatiert, alles Mögliche. Daneben sagt sie immer in jedem dritten Satz, wenn sie einmal darf, und die Frauen, ja, das kann man leicht machen. Das mit dem Vorkommen zu den Frauen, das ist überhaupt nicht gut. Das ist der billigste Abstauber aus dieser Gleichbewegung. Wer würde uns behaupten, er ist nicht zuvorkommend gegenüber den Frauen? Das wäre noch der blödste Ach. Oder ist bei uns? Also jetzt gehört mit Feminismus, ist der Feminismus ein Produkt dieser Bewegung? Nein! Da müssen Sie in der Bewegung welcher Ihre Argumente, die Sie gestimmt haben, vergessen, andererseits falsch berichtigen und dann was draus machen und sagen, so, jetzt ist Feminismus der Kampf der Geschlechter, die Tage vorliegen. Kann ich alles nicht der Bewegung zuschütten. Kann nur sagen, was ich alles verkehrt gemacht habe. Und auch wenn sie so richtig ausgemerkt werden, sollen sie auch noch diesen
eben, du übertreibst deine Schulter, ich kriege mir Schluss auf. Der Vergleich war beschränkter und hat sich bezogen auf die Leute des Übergangs, von der Studentenbewegung auch auf ihre selbstständige Weise gemacht haben. Zum Beispiel einen Übergang zu mir, die KPD, die DKB und so weiter. Und die immer das Verhältnis von sich zu den Massen als Thema haben. Die nicht schon beginnt in das Verhältnis rein, indem wir den Massen schon, was wir von dem Laden hier halten. Und von dem, was wir erfahren, was in der Zeitung steht und so. Die immer das Verhältnis des Anklangs, die schon immer schlechte Verhältnisse zu. Wie nimmt denn der Adressat? Die also immer so einen Opportunismus in der Logik ihrer politischen Agitation drin haben. Ich will Anklang finden und nicht, ich finde Anklang dann, wenn die Leute meiner Gedanken für korrekte finden. Für die war der Vergleich gemüllt. Sonst, dass damit sich was hält, das soll ich wirklich nicht doch, das ist mir der Hebel. Damit sich was hält, muss es immer. Bitte, nicht diese Umkehr, diese Übertreibung. Manche Sachen halten sich ohne das so sind, nur per Gewalt. Also manche Arbeiterinnen, die heute die SPD sind, die hält sich wegen was ganz anderes, weil sie stimmt. Die Gewerkschaft hält sich alle, weil sie stimmt, sondern weil sie eine Staatsgewerkschaft ist mit festen Aufgaben, mit Rechten und Pflichten, wo sich ein Chef draus machen lässt. Chef meine ich ernst, ein Politikchef und ein anderes Ahnung, was mir Ahnung, das ist eine Ökonomie Ahnung kann nennen. In einer Bank, in einer neuen Heimat und so weiter. Das hält sich aus anderen Gründen. Also ein bisschen nicht, ist klar. Aber denken wir, ist mir heute nicht gemeint, es war ein beschränkter Vergleich zwischen den konkurrierenden Argumenten, die quasi personifiziert aus der Studentenbewegung rausmarschiert sind. Na so, ich, da hält sich natürlich der Fortsetzer und Verdoppler, der widerspricht dieser scheiß Bewegung. Der hält sich natürlich am allerkürzesten, weil das jetzt sicher nicht auszuhalten. So hat es aber ernst gemeint haben wollen. Das Befreier in die Arbeiterklasse ist es, heraus zum 1. Mai. Das wird zwar ein Blamar. Also verstehen Sie das Argument. Die Gründer haben die Arbeiter sind. Jetzt lesen Sie ungefähr 40 Rauchgruppe aus der Weimarer Republik durch. Damals schon großer Mist gewesen. Jetzt wissen Sie aber, wie es geht. Der Arbeiterkampf ist der Kampf der Massen und so weiter. Dann machen Sie ein Flugblatt heraus zum 1. Mai. Kann es auch kümmern. Ja, Sie haben ja noch nie einmal draufgeschrieben, warum Sie raus wollten zum 1. Mai. Und nie einmal gute Argumente für haben Sie geliefert. Nächstes Jahr verbessern Sie sich. Denn der 1. Mai ist der internationale Kampf nach der Arbeiterklasse. Das ist ja mal ein guter Grund. Ja, warum sollen wir jetzt raus? Weil Sie allein als Grund hinzunehmen haben. Das ist ja doch gar nicht. Das ist doch bloß der 1. Mai. Insofern, den Widerspruch heute gemeint, gegenüber diesen Bewegungen, hat ein anderer, die sich drauf befinden, wie es objektiv steht, ach, wie schlecht es objektiv steht, die an den Kommunismus durchsetzen will, der den Klassenkampf herbeiführen möchte. Ach, wie schlecht es ist, höre zu, der hält sich allemal länger als einer, der sich immer an opportunistischen Opportunismus, an Optimismus zurechtlegt. Nur den begrenzten Vergleich, sonst hält sich natürlich alles schlechte eben. Darauf eingestellt. Aber das ist halt auch irgendwie trügerisch, die ganze Sache. Dass ein paar Leute sagen, das wird mir hinhauen. Das wäre nicht so. Das macht zwei Quellen haben. Entweder es war so, wie ich dachte, oder es wird das Urteil von unserer Rückschau auf das Zeug, weil es halt ein Urteil ist, sowieso nicht für kommensurabel und in Konkurrenz stehend erachtet mit dem Getut, mit dem jetzt die Menschheit in der Republik versorgt wird. Ich weiß nicht, wie es denen geht, die halt jetzt studieren und halt jünger sind und wirklich also damals zur Welt gekommen sind oder so ähnlich. Das ist ein Mythos und es ist erstaunlich für uns an, wenn man denkt, wir haben gedacht, mit all den Irrtümern, die da dabei waren, wir befinden uns in einem Kampf und wir haben auch sogar kleine Belege für den Eindruck gefunden, nämlich die haben auf die Köpfe gehaut. Also damit wir so
Da hat es Folgendes gegeben. Ich bin nach Ostern oder an Ostern, kurz vor Ostern 68, nach dem Schuss auf Dutschke, bin ich nach München umgezogen, groß. Von hier weg. Dann schießen sie den anderen, war natürlich Demos, dann sind wir ins Springer-Hochhaus und haben dann einmal aufgeräumt. Haben wir uns halt gefreut, das sind diese kindischen Sachen. Erstens einmal waren wir ärgerlich und so viel hat ja gestimmt, dass der Mann mit den Motiven und Argumenten auf dem Dutschke losgeschossen hat, die täglich in der Zeitung, in der Springerpresse gestanden waren. Also, dass wir Verbrecher, Gangster und so weiter sind. Dann sind wir losgezogen und das war das Moment der Überraschung. Wir sind in Springer, in die Druckerei und haben halt alles zum Fenster rausgekauft. Und haben uns kindisch gefreut, wie am anderen doch die Schadensmeldung auf ungefähr 1 Million beziffert war oder so. Na gut, jetzt haben wir Wunder was vollbracht. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was ist jetzt zu tun? Da war die Losung enteignet Springer eh schon klar, die hat schon immer wen gegeben. Jetzt war es klar und jetzt wird die Auslieferung verhindert. Und dann haben wir Folgendes gemacht, die Auslieferung verhindern, da kommen ja Autos mit Zeitungen gefahren in München. Da haben sich, sagen wir mal, an der Anstraße 500, an der nächsten 800, an der nächsten 1500 und so weiter, insgesamt waren es vielleicht 4000 Menschen unterwegs. Alles in den Grand Carré um die Uni rum, wo das Springer-Gebäude ist, wo wir jetzt noch unseren Club daneben haben. Naja, das kriegt klar, ja, die muss man verhindern, die Auslieferung. Da habe ich zum Beispiel damals gesagt, na Mensch, das ist doch keine Perspektive. Also damals ist so diskutiert worden. Zum damaligen SDS-Menschen Thomas Schmidt-Spender, der sagt den Älteren noch was in München und so. Später Arbeiterbund. Das ist doch nichts. Haben sie gesagt, du willst abwiegeln. Na, ich sag, na wiegel ich halt nie ab, gehen wir halt hin. Dann sind wir hin. Dann sind die Bullen gekommen und was ist passiert? Dann haben sie einen erschlagen. Also so Zeug ist heute auch passiert, da ist heute Mann gegen Mann gegangen, da sind Bullen in Reihen vorgerückt, wir haben aus der nächsten Baustelle die Stange geholt und haben die mitgeworfen und Barrikaden gebaut und haben Reifen angezündet und halt so Theater gemacht. Und auf einmal war klar, das ist ein bitterer Ernst, die Staatsgewalt mag das nicht und kommt mit allem, was sie hat, nur ja, dann haben sie halt dann erschlagen. Berlin dann, die andere Seite, wir haben in Erlangen beim Schar-Besuch, müsst ihr euch mal vorstellen, damit auch die Studentenbewegung nicht ganz so schlecht ausfällt, gibt es denn heute in Erlangen, sagen wir mal, pro Vorlesung 20 Studenten, also so ein Hörsaal voll, 20 sind drin, die sagen, das ist vielleicht was mit, wenn ein Staatsbesuch in Deutschland ist vom Sauhund. Also, der Widerspruch ist klar. Wir wissen noch nicht, dass es zusammengehört zu diesem Staat, dass er Verhältnisse pflegt, positive, zu anderen Staaten zwecks Import, Export, Kapitalanlage und sonst was und strategischer Interessensgebiete und sonst was beim NATO. In denen, also mit Staaten, in denen ein Diktator, ein raubbeiniger Neger oder sonst wer am Werk ist, am Ruder. Ja klar, dass es dazugehört, wollen wir nicht wahrhaben. Aber dass hier ein Schweinigel in Bonn mit höchsten Ehren empfangen wird, wollen wir sagen, das geht sich nicht an. Das ist halt der ganze Widerspruch. Gibt es heute 20 Studenten pro Vorlesung, die sowas noch empfinden, wenn irgend so ein Typ kommt? Nichts da. Wir haben es gemacht. Beispiel Schah von Persien. Der ist damals gekommen, da war noch lange nichts mit Khomeini in Sicht und so weiter, war halt der Schah und es war klar, ist auch eine Literatur dazu erstellt worden, der Bachmann-Niromant, so ein Theorie-Perser, der hat auch ganz gute Sachen aufgeschrieben, wie das alles geht mit der Ökonomie in Persien. Der hat uns das erzählt, wir haben es gelernt, wir haben Argumente gehabt, wir haben es umgeschrieben in Artikeln, in Flugbändern und so weiter, da war was los. War alles recht anständig, der Schah ist gekommen. Wir machen hier in Erlangen ein Happening, war damals üblich. Ich war der Lübcke, andere war der Schah, wir haben am Bahnhof, der Schah kommt, sind sogar Leute vorbeigekommen. Die haben gemeint, der hält wirklich in Erlangen. Dann haben wir das gespielt und haben gesagt, aufs Konto des Schahs gehen lauter Leichen und so. Dann haben die Leute gesagt, ja, da haben sie schon recht. Manche haben gar nichts gesagt. Und sonst war es wieder vorbei. Gehen heim, oder ins Wirtshaus, sind fern oder hören Radio, was klingt, die Schah-Demonstration in Berlin. Erstes Interesse von uns, war sie denn groß, war denn was los? Ja, was haben wir gehört? Sie haben halt einen Studenten erschossen. Ja, auf einmal war die Sache wieder ganz anders. Es war gar nicht mehr das Kokettieren mit dem Widerspruch, die Demokratische Bundesrepublik sollte doch nie mit dem Arsch von Persien verkehren, sondern lieber sich um die Gerechtigkeit und die Sozialverträglichkeit ihres Außenhandels kümmern. Nein,
Auf einmal war es jetzt ganz anders. Bei uns, wenn man demonstriert und an der falschen Stelle lacht und zu lang hingeht, kann es einem passieren, dass man einer draufkriegt und es ist rum. Es war auch wieder eine Erfahrung. Aus der Erfahrung haben die Leute wieder, die ganz wieder gegen die Produktlogik, wieder die ganz unterschiedlichsten Schlussfolgerungen gezogen. Wirklich, aus den Beispielen und so weiter, hat sich mancher, der später Terrorist gewesen ist, versorgt. Der hat gesagt, wer kann denn mir sagen, das wäre verkehrt, wenn ich mir rausnehme und schlacht so ein Schwein. Ich entführe einfach den Arbeitgeber, auf dessen Konto folgende Generationen von Akkordarbeitern gehen. Ja, wird schon stimmen, dass sie auf den sein Konto gehen. Nur, das sind Leute, die haben sich dann nicht mehr noch Zweckmäßigkeit, noch warum und wie funktioniert was, wie bricht man dem System überhaupt was ab? Wie kann man dem begegnen? Wir haben einfach gesagt, es muss sein und gerecht ist es allemal. Also jetzt nochmal zurück zu dem Dings. Ja, ein paar Leichen hat es schon gegeben. Ziemlich viel Verletzter und Leichen hat es immer gegeben. Es gibt sogar ein paar unzitierte Opfer des harmlosen Demonstrierengehens. Dann ein wenig Gerangel, dann ein wenig Schlägerei, auch Steinwürfe und hin und her und dann so geht einer drauf. Das hat es sehr oft gegeben. Und wenn man daher, müsst ihr mal überlegen, es hat nichts mit dem Mund zu tun, sowas sollte es doch heute besser auch wieder geben, damit man dann was anderes draus macht. Nein, den Umweg über die Fehler kann man sich gut ersparen, dafür stehen wir ja da. Ja, nur, der Vergleich soll so ausfallen. Gibt es in diesem berühmten Hörsaal noch diese berühmten 20, die so, naja, das, was der da oben sagt, glaube ich nicht nur nicht, sondern ich kenne auch schon die Fehler. Ich weiß sogar, zu welchem Behuf er diese Weltanschauung vertritt. Ich weiß sogar, dass er da staatstreuer ist, dass es zwar sau kompliziert ist, aber dass er mich geistig ein bisschen überfordert im Sinne von, ich soll halt dafür sein. Gibt es noch Studenten, die sagen, ach ja, jetzt höre ich neuere Geschichte über den und den Konfliktzeiten, Konflikte über, wie heißt, regionale Konflikte seit Weltkrieg II. Gibt es Vorlesungen an der Uni? Da sitzen Studenten drin und merken mir, dass regionale Konflikte so viel hast wie, das sind alles die, die unter der Schwelle des globalen Konfliktes untergeordnet und subsumiert, dauernd laufen und dass das eine Kriegsfrage ist und dass unsere Republik, wo sie untertan sind und sagen, das ist ein guter Staatsfonds, Demokratie ist nicht schlecht, trotz Basel, ist aber, ist ja feiner war, dass die das alles macht. Da gibt es keine Studenten, die sagen, Mensch, das Subjekt ist ja mein Bonner Staat. Nehmen wir mal das Mein andersrum. Das ist nie immer Mein als dafür sein, sondern Mein im Sinn von, das ist ja der mich und meiner Leute und aller Leute benutzt und einspannt für das. Nein, die haben sich seelenruhig eine Vorlesung, also das ist kein gewähltes Beispiel, stattfindendes, eine Vorlesung über regionale Konflikte, einfach Mord und Totschlag, Haupttäter immer der freie Westen. Weil so viel haben die Russen mir verbrochen, das wisst ihr doch, bei den Russen macht sich doch immer das Aufzählen so schwer, weil es immer noch Afghanistan aufhört. Das alte Zeug ist ja kaputt. Also das andere, die anderen Verbrechen mit Afrika, da ist ja jetzt nimmt doch schon der Kohl die Angolaner zur Brust. Das ist ja wieder ein ganz anderes Verhältnis. Nein, die hören sich das seelenruhig an und kann er gehen aus den Vorlesungen raus und sagt einmal zum Kommilitonen, oder wie das heute ist, zum Knaben, und sagt, Mensch, ist das eigentlich mir verwunderlich? Wir lassen uns da erzählen, wie unser System, Army von West, wir, NATO unterstützen, Franzosen flankieren und so weiter, Gott und die Welt zusammenhaut, wenn es ihnen nicht passt. Nein. Die schreien es auf und gehen in die Cafeteria und einigen sich auf irgendeinen pinken Hosenanzug. Es ist dann einfach scheißegal, womit sie sich wirklich befasst haben per Studium. Nur sage ich, vor dem Hintergrund, da sage ich, da waren wir schon wenig besser. So blöd haben wir uns auch wieder nicht angestellt. Da ist uns schon wenigstens was auffallen. Also das ist das Minimum. Gut, geht heim und diskutiert aufmerksam.